Ja, herzlich willkommen, liebe Studierende, zum zweiten Teil von unserem Python-Crashkurs für C++ und Java-Entwickler. Mein Name ist Jens Dittrich, ich bin von der Universität des Saarlandes. Und wie auch das letzte Mal, wie in jeder Vorlesung dieses Semester, wenn Sie Fragen haben in diesem Livestream, wir haben unser Werkzeug Frag jetzt. Da können Sie einfach draufgehen, am besten mit einem zweiten Device, empfehle ich. Da können Sie Fragen stellen, das ist ein moderierter Chat. Mein Cheftutor Marcel Maltri sitzt da und beantwortet die Fragen entweder direkt oder schaltet sie frei für alle und ich werde sie dann gegebenenfalls immer diskutieren, wenn es gerade passt im Flow der Vorlesung. Genau, damit legen wir direkt los. Ich erinnere Sie nochmal daran, dass in der Beschreibung des Streams unten steht, wie Sie Python installieren, wie Sie unser Vagrant-File bekommen. Vagrant ist die einfachste Möglichkeit, eine Python-Installation zu bekommen. Wie das geht, steht alles unter dem Video. Die ganzen Notebooks, die ich benutze, können Sie über unsere GitHub-Seite runterladen, steht auch alles drunter. Und nochmal zur Erinnerung, was ich hier mache, habe ich bereits schon mal in Screencasts ein bisschen langsamer gezeigt. Also Sie können sich die Screencasts auch individuell angucken. Ich mache das heute hier ein bisschen schneller in dieser Vorlesung. Das ist inhaltlich aber das Gleiche. Wir gucken uns heute diese Notebooks 06 bis 09 an. Und ich werde noch ein bisschen was sagen zu der Klasse Relation, die wir in der ersten Vorlesung IMDb Teil 1 hatten und die auch Teil des Übungszettels ist, falls Sie hier studieren an der Universität des Saarlandes und das jetzt nicht von irgendwo im Internet zuhören, dann ist das für Sie interessant. Also für die Studierenden, meine Studierenden hier an der Uni, werde ich ein bisschen was zur Implementierung noch sagen. Aber wir fangen jetzt mal an. Wir haben letztes Mal aufgehört mit Control Logics. Ich fange jetzt an mit Functions and External Libraries. Ich habe bereits hier die ganzen Ausgaben wieder gelöscht. Und damit legen wir los. Also eine Funktion, die funktioniert genauso, wie man sie aus anderen Programmiersprachen kennt. Und wir haben schon ein paar davon gesehen, als wir Schleifen besprochen haben. Da haben wir solche Ranges definiert, a gleich Range 5. Und dann bekomme ich hier so ein Objekt ausgegeben, dass ich flach klopfen kann, indem ich hier noch List davor schreibe. Und natürlich sind beides hiervon Funktionsaufrufe. Range ist ein Funktionsaufruf und List ist ein Funktionsaufruf. Also wie man das aus anderen Programmiersprachen kennt. Hier ein anderes Beispiel, ein Absolutwert einer Zahl, das kommt aus einer Mathebibliothek und so weiter und so fort. Ja, das ist genauso, wie man sich das vorstellt, kann man hier existierende Funktionen in Python rufen. Da wird schon viele Beispiele dafür. Als wir Dictionaries besprochen hatten, hatten wir das gesehen. Ich kann so ein Dictionary initialisieren mit Schlüsselwertpaaren. Der Schlüssel A mappt auf den Wert 100, der Schlüssel C auf den Wert 50 und so weiter und so fort. Und mit dieser Methode des Dictionaries, was eine Funktion ist, die an dieses Objekt gebunden ist, wir kommen gleich noch auf Objektorientierung. Aber ich gehe davon aus, dass Sie schon mal, also wie auch in anderen Videos, gehe davon aus, dass Sie schon mal programmiert haben. Das heißt, ich werde die Konzepte nicht nochmal alle erklären. Also die Konzepte, wie man sie auch in allen Programmiersprachen findet. Ich gehe davon aus, Sie haben schon mal Objektorientierung ein bisschen gemacht. Also das ist eine Methode auf dem Objekt Dictionary und das stecke ich hier nochmal in die Funktion List. Naja, was kommt da raus? Die Liste der existierenden Schlüssel dieses Dictionaries. Ja, und so weiter und so fort. Hatten wir alles schon gemacht. Will ich gar nicht mehr im Detail groß drauf eingehen. So definiert man eine Funktion. Sie können also einfach sagen, das ist die Python-Syntax für Funktionen. Sie sagen einfach def, dann kommt der Bezeichner der Funktion, dann kommen hier die Parameter und dann kommt ein Doppelpunkt. Und hier drin steht dann der Code, der ausgeführt werden soll. Hier können Sie einfach die Parameter übernehmen. Und Sie sehen schon, wie auch bei anderen Bezeichnern, bei anderen Variablen, die wir eingeführt haben, ich muss das nicht typisieren. Also in Java müssten Sie natürlich immer davor schreiben, was weiß ich, Integer, Key. Das machen wir hier nicht. Es gibt auch Erweiterungen Python, dass man den Typ annotieren kann, aber das will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, eine andere, also das ist eine explizite Art, hier eine Funktion hinzuschreiben. Wenn ich das jetzt hinschreibe, kann ich das direkt benutzen. Und das wird jetzt zum Beispiel hier in dieser Sortiermethode benutzt, um zu entscheiden, nach welchem Schlüssel sortiert wird. Also wenn ich das jetzt aufrufe, so, dann wird als Schlüssel wird nicht der Key selber genommen, sondern die Values, die dahinter stehen. Also ich sage hier, dass als Schlüssel das genommen wird, was von dieser Funktion zurückkommt. Und hier sehen Sie ja, hier steckt ein Aufruf drin an das Dictionary. Also für den Schlüssel, den ich hier übergebe, wird der zugehörige Wert des Dictionaries
ausgegeben. Das heißt, wenn ich hier den Key, sagen wir mal, A reinstecke, ja, dann kommt der hier als Wert die 100 raus. Das hatte ich hier oben definiert. Und dann wird anhand dieses Werts 100 der Vergleich gemacht. Anhand dieses, also dieser, die Werte des Dictionaries werden für die Vergleiche benutzt als Vergleichswert und es werden nicht die Schlüssel benutzt. Ja. Und deswegen kriegt man jetzt diese Reihenfolge CBA. Warum? Zum Schlüssel Key gibt es den Wert 50, zum Schlüssel B gibt es den Wert 70, zum Schlüssel A gibt es den Wert 100. Ja. Das ist genau aufsteigend sortiert, nicht nach den Schlüsseln, sondern nach den Werten, die dahinter stecken. Und das habe ich hier gemacht, indem ich einfach hier den Bezeichner der Funktion hingeschrieben habe. Und das kann ich so durch so eine explizite benamste Funktion machen. Das ist eine Funktion, die Namen hat. Ich kann es aber auch durch eine anonyme Funktion machen. Das sind die sogenannten Lambda-Funktionen. Das heißt, den gleichen Effekt, den ich hier habe, kann ich auch erreichen, indem ich sage, okay, der Schlüssel, nachdem ich sortiere, sieht so aus. Hier ist eine Funktionsdefinition. Das fängt mit Lambda an. Und dann sage ich, das ist der Eingabeparameter, Doppelpunkt, das ist der Ausgabewert, also der Return Value. Das heißt, das, was hier oben im Return steht, das steht hier einfach hinterm Doppelpunkt. Ja? Nichts anderes und das ist der Eingabeparameter. Und damit habe ich genau den gleichen Effekt wie bei der expliziten Schreibweise. Ja, und dann kann ich natürlich auch die anderen Parameter der Sorted-Funktion benutzen, wie hier zum Beispiel Reverse gleich True, das heißt absteigend. Ja? Das heißt, es wird genau umgedreht sortiert. Und jetzt bin ich zufälligerweise wieder in der Reihenfolge, wie die Schlüssel sind. Ja? Genau. Ja, also das sind die Lambda-Funktionen. Ist hier nochmal ein bisschen ausgerollt. Noch ein paar Links dazu. Ja, aber das sind die zwei wesentlichen Arten, wie man Funktionen definiert. Also entweder explizit, das hatten wir hier durch so einen Funktionsname, dann kommen die Argumente und dann kann hier ein Return kommen, muss aber nicht. Oder halt durch so eine Lambda-Funktion. Und hier habe ich nochmal ein paar Beispiele ausgerollt. Also hier habe ich mal eine Funktion geschrieben, explizit eine Funktion, die die Summe berechnet von einer Liste. Das heißt, ich übergebe hier eine Liste und was ich zurückgebe, ist einfach die Summe dieser Liste. Ja, Shift-Return, führe das aus. Jetzt ist es dem Python-Interpreter bekannt. Und wenn ich das jetzt aufrufe, dann ist dieses Symbol bekannt. Und ich kann hier zum Beispiel eine Range übergeben. Und dann wird das aufsummiert, diese Range 5. Das heißt, die Werte von 0 bis 4 werden hier aufsummiert. Und das ist natürlich kein Unterschied zu dieser Operation. Das heißt, ich hätte es natürlich auch direkt so hinschreiben können. Ja, das macht, solche Definitionen machen natürlich Sinn, wenn ich hier mehr Code hinschreibe, wenn ich einfach einen komplexeren Code verstecken will und nicht jedes Mal hinschreiben will, dann benutze ich eine Funktion. Hier nochmal ein anderes Beispiel, wie man eine Summe berechnen kann. Also hier habe ich wieder eine Liste übergeben, sage jetzt, die laufende Summe ist 0 und jetzt mache ich eine Schleife. Also für jedes Element, was in dieser Liste vorkommt, gebe ich es einmal aus, füge es hier hinzu zu dieser laufenden Summe, Running Sum wird es hinzugefügt und dann wird der aktuelle Wert dieser laufenden Summe, der Running Sum, ausgegeben. Ganz am Ende gebe ich jetzt hier die Running Sum zurück. Ja, was passiert da? Da sieht man jetzt die Seiteneffekte der Funktion, also Seiteneffekte im Sinne von Ausgaben, nicht von Änderungen von globalen Variablen, sondern nur als Ausgabe. Das heißt, hier wird die 0 drauf addiert. Naja, was kommt da raus? 0, ändert sich nichts. Dann kommt die 1 drauf, sind wir bei der 1, dann kommt die 2 drauf, sind wir bei der 3, dann kommt die 3 drauf, sind wir bei der 6, dann die 4 bei der 10. Also das ist eine andere Möglichkeit, das zu definieren. Ja, dann an der Stelle möchte ich ein bisschen was zum Thema Seiteneffekte sagen. Und dafür habe ich mir folgendes Beispiel überlegt. Also wir haben eine Funktion, die bekommt eine Liste übergeben und ich gebe ihr mal jeweils aus, bevor ich innerhalb der Funktion was mache mit dieser Liste, gebe ich mal aus, wie sieht denn die Liste aus, wenn sie reinkommt. Dann mache ich irgendwas mit der Liste und dann sehen wir, wie die Liste aussieht, wenn sie rausgeht. Das gleiche mache ich beim Funktionsaufruf. Also ich definiere mir hier eine Liste, Fibonacci-Zahlen, dann gebe ich die Liste mal aus. Dann rufe ich diese Funktion, Funk1, und dann gebe ich es nochmal aus. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Also, was sehen wir hier? Wir haben hier diese äußere Liste wird hier ausgegeben. Ja, was soll doch anderes passieren? Ja, hier zwischen passiert ja nichts. Dann wird diese Funktion aufgerufen. Da passiert dann das Gleichere. Also dieses inner 1 steht hier. Funktion wird aufgerufen. Dann wird dieser Variablen myList eine neue Liste zugewiesen. Die hat die Elemente 47, 11. Und dann gibt es wieder ein Print-Statement, also mit dem inner 2. Und da kommt das raus. Und
jetzt gehen wir aus der Funktion raus, sind wieder außen, dann wird dieses Statement aufgerufen und natürlich ist dieses FIP hier wurde nicht verändert. Ja, das existiert außen, innen existiert diese Variable MyList und die wird dann nicht, natürlich nicht nach außen gegeben. Also hier gibt es offensichtlich keinen Seiteneffekt. Ja, es wird nur in dieser Wert hier neu zugewiesen, aber außen hat das keinen Effekt. Genau. Und um jetzt das im Folgenden ein bisschen zu illustrieren, was da passiert im Einzelnen, möchte ich noch eine weitere Funktion einführen. Das ist diese Funktion ID. ID gibt mir eine Art Schlüssel zurück für jedes Python-Objekt. Also der Python-Interpreter, der benutzt für jedes Objekt, was aktuell existiert, im Python-Interpreter einen eindeutigen Schlüssel. Und den kann ich mir ausgeben lassen. Also diese Liste FIP. Die hat intern einen Schlüssel und auf den greife ich einfach zu, indem ich ID sage. Also sehr datenbankmäßig gemacht, sehr schön. Und das ist jetzt dieser Schlüssel. Und es ist jetzt garantiert, dass kein anderes Objekt existiert mit demselben Schlüssel. Wenn dieses Objekt allerdings zerstört wird, also diese Liste wieder abgeräumt wird, dann kann der Python-Interpreter ein neues Objekt erzeugen, was denselben Schlüssel hat. Ja, also der Schlüssel, wenn ich so einen Schlüssel benutze, heißt das nicht, dass es immer dasselbe Objekt dahinter steht. Es kann auch irgendwann ein anderes Objekt sein, aber es gilt zumindest, dass es nicht zwei Objekte gleichzeitig geben kann mit demselben Schlüssel. Ja, hier nochmal so ein bisschen, was in der Doku steht. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also es gibt eine Identität dieses Objektes und das ist garantiert, dass er eindeutig ist und konstant, während dieses Objekt lebt im Python-Interpreter und zwei Objekte, die sich in der Laufzeit nicht überlappen können, aber dieselbe ID haben. Das, was ich gerade gesagt habe, ist ein Objekt existiert nicht mehr, dann wird ein neues Objekt erzeugt und das kann praktisch diese freie ID wieder aufnehmen. Ja, so viel zu dieser Funktion, also es gibt uns eine Identität. Ja, jetzt machen wir mal nochmal das gleiche Beispiel von oben. Also was Sie hier jetzt sehen, ist nur, dass ich hier nochmal zusätzlich die ID jeweils ausgebe. Nicht nur die Liste, sondern immer noch die ID. Also das gleiche Beispiel wie hier oben. Jetzt gebe ich aber immer noch die ID hierzu aus. Was kommt da raus? Naja, also wir sehen hier, die ID dieser Liste ist das Ding hier. Dann innen wird die gleiche ID ausgegeben. Hier gibt es eine neue ID. Warum? Weil ich hier eine neue Liste erzeugt habe. Und außen gibt es wieder die ID, die ich am Anfang schon, also die außen die ganze Zeit existiert hat. Nämlich das hier, was auf 6480 endet. Ja, also keine Überraschung. Und jetzt gucken wir mal ein paar Varianten davon rein. Was passiert im Python? Da gibt es ein paar Fallstricke. Und dann gucken wir uns mal den ersten an. Was passiert, wenn ich jetzt statt der Zuweisung hier, also hier wird eine neue Liste zugewiesen, wenn ich einfach sage, nee, ich mache plus gleich. Plus gleich heißt bei Listen, ich füge diese beiden Elemente an die existierende Liste an. Und gucken wir mal, was passiert. Dann sehen wir Folgendes. Sie sehen, ja, wir haben hier eine ID. Das ist die 6864 in diesem Fall. Die existiert außen, vorher und hinterher. Innen, bei inner 1, existiert auch diese ID. Und jetzt wird hier in diesem Fall keine neue Liste erzeugt. Sie sehen, die ID besteht fort. Das ist die gleiche ID wie vorher. Es wird einfach an diese Liste, werden nochmal diese zwei Elemente drangehängt. Das heißt, es wird die Liste, die hier existiert, in diesem Statement, wird einfach erweitert um diese zwei Elemente. Keine Überraschung. So hätte ich mir das vorher auch vorgestellt. Also es wird hier, genau. Ja, und jetzt gucken wir uns eine Variante davon wenn wir mal nicht diese Listen nehmen, also eine Liste von Integer in diesem Fall, sondern einen String. Und wir hatten schon gesehen, eigentlich ist so ein String ja so eine Art Liste. Ja? Also man kann mit dieser Array-Notation darauf zugreifen, hatten wir schon mehrfach gesehen. Und ja, ich würde nicht erwarten, dass es jetzt genauso funktioniert. Was passiert? Führen wir es mal aus. Naja, Pustekuchen, natürlich. Also wir hatten hier gesehen, hier ist immer die ID gleich. Hier ist sie nicht überall gleich. Hier sehen wir, bei inner 2 steht was anderes. Ja, hier steht jetzt eine neue Adresse. Das heißt, hier wurde nicht einfach dieser String angehängt an bla. Also ich gehe hier mit bla rein, übergebe das hier in die Funktion und erwarte hier, dass blub an bla angehängt wird. Also da muss bla blub rauskommen. Genau das passiert hier. Aber das ist ein neuer String. Ja, also das ist ein bisschen anders, wie man es erwarten würde vielleicht, wenn man denkt, Listen werden immer so, dass einfach drangehängt wird. Könnte man mal im String auch machen, aber das passiert hier nicht. Also der wird als unveränderlicher String gehandhabt und es wird ein neuer String in Python erzeugt. Das nur mal so als Fallstrick, was passieren kann in Jupyter und Python, weil Sie sehen ja halt auch den wesentlichen Unterschied. Hier habe ich es natürlich drangehängt und da die Referenz
außen noch existiert, habe ich natürlich außen im Zugriff jetzt diesen Seiteneffekt, dass ich die Liste erweitert habe. Ja, das hatten wir hier. Sie sehen hier, ich habe innen die Änderung gemacht, ich habe zwei Elemente drangehängt. Ja, das sehe ich dann innen, aber das sehe ich natürlich auch außen, weil ich innen und außen auf dieselbe Liste zeige. Das heißt, außen, ja, sehe ich jetzt natürlich auch die 4711 und das ist hier nicht so bei den Strings. Außen sehe ich nicht das Blablub, außen zeige ich immer noch auf den anderen String, nur auf das Bla und ich habe das Blablub. Ja, also es ist eigentlich, ich hätte erwartet, dass dieselbe Semantik ist es aber nicht. Ne? Nur mal so als ein netter Fallstrick. Ja, damit kommen wir zu den Generatorfunktionen. Nochmal zur Erinnerung, wir haben, wie gesagt, dieses Tool, das wunderschöne Tool Frag jetzt, moderierter Chat. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie doch mal Fragen. Falls nicht, ich mache schon mal weiter mit den Generatorfunktionen. Das ist eine sehr interessante Sache, wie man eine Funktion schreiben kann. Die Idee ist die folgende. Also typischerweise gibt es ja so einen Return in der Funktion. Ich gebe einen Wert zurück, Funktion ist fertig, ich mache einen Return und dann bin ich aber auch raus aus der Funktion. Ich kann nicht wieder einsteigen. Und diese Yield-Methode, die gibt mir jetzt eine Möglichkeit, wieder einzusteigen. Also was ich jetzt machen kann, ist, in dieser Funktionsdefinition sage ich, okay, ich mache hier eine Schleife aller Integer von 0 bis n minus 1, gebe jeweils das Ergebnis, also gebe hier jeweils aus den Wert von i hoch 2, also die Quadratzahl, und dann rufe ich Yield mit dieser Quadratzahl. Ich hätte sie mir auch speichern können, hier eine Variable, da muss ich zweimal quadrieren, ja, alles gut, ist nur, um zu zeigen, wie Yield funktioniert. Und was ich jetzt mache ist, ich lasse mal eine Schleife laufen und benutze direkt diese Funktion Square als generierende Funktion für meine Schleife. Ich führe es mal aus, dann sehen Sie, was passiert. Scrollen ein bisschen runter. Also Sie sehen hier, und Sie erinnern sich vielleicht, als ich letztes Mal Schleifen erzählt habe, erklärt habe mit der Range-Funktion, da hatten wir schon diesen Effekt, dass jetzt, dass wenn die Schleife losläuft, dann erzeugt sie nicht alle Elemente, die aus diesem Square, die vom Range erzeugt werden. Also wir hatten ja sowas hier wie Range. Ne? Wenn Sie hier sagen, machen wir mal zurück, for i in Range, boom, zack, was kommt da raus? 0 bis 9. Das hatten wir letztes Mal. Und es ist nicht so, dass erst alle Integers hier erzeugt werden und dann die Schleife losläuft, sondern das funktioniert verschränkt. Also es wird das erste Integer gezogen, die 0, dann wird die erste Iteration gestartet, dann geht es zurück hier oben hin, das zweite Integer wird gezogen, das ist die 1, dann wird die Iteration gestartet und so fort. Ja, das heißt, es wird on demand gezogen. So, und das habe ich jetzt ersetzt durch meine eigene generierende Funktion, indem ich jetzt sage, okay, wenn ich das erstmal reinrenne, dann muss ich ja, ja, dann muss ich ja hier anfangen mit der 0. Das passiert hier, okay, zack. Ja, da wird die Quadratzahl von 0 zurückgegeben. Und dann wird hier an dieser Stelle abgebrochen bei Yield. Das wird hier zurückgegeben in die Vorschleife und die erste Vorschleife rennt los. Das heißt, ich habe hier dieses Loop gebe ich aus. Ja? Dann gehe ich hier wieder rein, muss die nächste Zahl ziehen, das ist die 1. Ja? Was mache ich damit? Wie mache ich das? Ich gehe hier rein, setze hier auf der Schleife weiter auf, fange nicht wieder bei 0 an, sondern setze hier praktisch auf dem alten Zustand dieser Schleife auf. Das heißt, diese Funktion hat sich gemerkt, was ist mein Zustand? Die fängt nicht diese Vorschleife neu an, sondern die hat sich gemerkt, oh, die Iteration mit 0 hatte ich ja schon. Das heißt, ich mache es bei 1 weiter. Das heißt, ich kriege hier auch die neue Quadratzahl 1 und so weiter und so fort. Das heißt, das hilft mir, genau das zu generieren, was ich jetzt brauche und da wieder aufzusetzen. Also wenn Sie in der Schule oder woanders schon mal Iteratoren benutzt haben, Iteratoren oder Cursor, Open Next Close ist ein anderes Wort dafür, das ist genau die gleiche Idee. Ich ziehe immer nur ein Element, genau das, was ich brauche, dann stoppe ich die Berechnung hier der Quadratzahlen und mache hier an einer anderen Stelle direkt weiter. Das heißt, das Generieren ist hier direkt verschränkt mit dem Nutzen und das ist eine gute Idee, kann man mit Yield machen. Ja, hier nochmal ein anderes Beispiel dafür. Hier, was mache ich hier? Ich habe mir eine Funktion geschrieben, also eine explizite Funktion, eine mit einem Namen, ja, die Wörter einer bestimmten, also die zufällige Wörter einer bestimmten Länge generiert. Das heißt, ich kann die aufrufen und sagen, ich will n Wörter haben und die sollen aus längs vielen Zeichen bestehen. Also ich rufe das hier auf, indem ich sage, ich will 10 Wörter haben, jedes soll 7 lang sein. Und mit der Random-Funktion würfel ich mir jetzt einfach hier einen zufälligen Buchstaben. Ja, das mache ich genau
Länge des Wortes viele Male, ja, also hier 7 Mal in diesem Fall, hänge die an meinen String ran und dann gebe ich diesen String zurück, allerdings mit Lower, das heißt, ich gebe nur die kleinen Buchstaben zurück. Aber sobald ich den ersten String erzeugt habe, springe ich hier raus und kann das direkt hier in der Schleife verwenden. Das wird dann hier direkt ausgegeben. Das ist genau das gleiche Beispiel wie oben. Falls Sie das hier irritiert, mach das mal kurz weg. Ja, bumm, dann werden die hintereinander ausgegeben. Also das ist jeweils eine Ausgabe des Prints in dieser Schleife. Und das wird direkt, wenn es hier erzeugt wurde mit Yield, springe ich hier zurück, mache die erste Iteration da und so weiter und so fort. Also was hier hinten steht, das ermöglicht mir einfach, einen Print auszugeben, ohne eine neue Zeile zu beginnen. Das ist die Python-Syntax dafür, einfach end gleich leerer String. Sie können auch sagen Pustekuchen, dann wird dann natürlich immer Pustekuchen hintergeschrieben und kein oder Pustekuchen und whatever. Ja. Das, also was auch immer Sie als Zeilenende-Zeichen haben wollen, können Sie hier einfach hinschreiben. Ich mache das mal wieder weg. Jetzt sieht es wieder so aus. Ja, genau, soviel zu Funktionen, Lambda-Funktionen, benannten Funktionen, Generator-Funktionen. Ja, und warum ist Python jetzt einfach so super und so der Oberhammer? Weil es einfach eine geniale, unfassbare Menge an Funktionsbibliotheken gibt. Bevor ich das mache, sehe ich hier gerade, da ist eine Frage. Schauen wir da mal kurz rein. So, jetzt eine Frage. Kann man die ID mit einer Art Programmcounter vergleichen, das auf einen bestimmten Speicher zugreift? Bedeutet das, dass ein String wie ein unveränderbares Array ist? Das sind gleich zwei Fragen. Also kann man die ID mit einer Art Programmcounter vergleichen? Ja, aber ich würde jetzt, das heißt nicht notwendigerweise, dass da eine physische Adresse hinterlegt ist. Also wie auch immer das abgebildet wird im Python-Interpreter. Es ist einfach nur eine eindeutige ID, mit der ich auf ein Objekt referenzieren kann. Wie das physisch umgesetzt ist, das ist nochmal eine praktische Freiheitsgrad, den man hat. Natürlich könnte man das umsetzen durch eine Speicheradresse, also im virtuellen Speicher typischerweise, aber das muss nicht so sein. Erstmal muss ich ja nur dieses Constraint aus der Bibliothek, also was wir oben hatten, ne? Wo war das? Ich hätte es nochmal hier hingeschrieben, das ist praktisch das, was da steht. Also es muss einfach nur unique sein und das kann ich auch zugreifen ohne mit Speicheradressen zu hantieren. Das ist durchaus möglich. Bedeutet, ja, ein String ist im Grunde hier wie ein unveränderbares Array. Also ich habe jetzt nicht, bin nicht in die Tiefen der String-Implementierung reingegangen, aber hier sehen wir in jedem Fall den Effekt, dass ich es hier nicht verändern kann. Ob das jetzt immer so ist, da müsste ich nochmal gucken an jeder Situation. Das liefere ich nochmal nach. Aber in dieser Situation ist es in jedem Fall so, dass das String sich verhält wie eine unveränderbare Liste. Ja, genau. Dann machen wir das mal weg. Was haben wir noch? Bei welchen Typen muss man noch aufpassen? Also ich würde bei allen Typen aufpassen, weil das Problem ist ja nicht so sehr, dass es bei dem einen Typen funktioniert oder bei dem anderen nicht. Das Problem ist ja eigentlich ein Software-Engineering-Problem. Und das ist, wenn wir nochmal zurückgehen, wo war denn unser Problem? Hier war unser Problem. Genau. Hier waren wir, ja. Also hier wird ja außen was verändert. Also eigentlich ist ja die Idee von der Funktion, dass ich keine Seiteneffekte habe. Das ist für mich die Definition einer Funktion. Und hier habe ich in jedem Fall einen Seiteneffekt. Also im Zweifel kann man sowas immer vermeiden, indem man eine Kopieroperation nochmal hier einfügt, ne, indem man nochmal extra explizit eine neue Liste erzeugt. Oder Sie sollten niemals so programmieren. Das ist meine Message, dass eine Funktion Seiteneffekt hat. Das ist was anderes, eine Objektorientierung. Wenn man eine Methode hat, die den Zustand eines Objektes manipuliert, das ist eine ganz andere Geschichte. Da ist es okay, wenn die Methoden diesen Zustand manipulieren. Aber eine Funktion sollte für jede gegebene Eingabe immer die gleiche Ausgabe produzieren und niemals den Zustand des Kontextes verändern. Ja, also von daher würde ich hier im Zweifel immer gucken, dass ich sowieso hier eine neue Liste erzeuge. Ja, und also wenn Sie diese Fallstricke wissen, können Sie im Zweifel bei jedem Objekt, wo Sie sowas hier appenden, nochmal gucken, ob da nicht irgendwie sowas Komisches passiert. Ne? Also das Problem entsteht ja auch hierdurch, dass praktisch das Objekt, was ich hier übergebe nach innen in die Funktion, nicht geschützt ist durch Manipulationen. Da gibt es in C++ eine lange Liste von Möglichkeiten, wie man so ein Objekt schützen kann. Das ist hier etwas schwieriger. Ja? Also eigentlich
der Manipulation dessen, auf das ich hier referenziere, das ist ja so eine Manipulation durch die Hintertür und das will ich nicht. Und das sollte man einfach vermeiden. Also meine Message ist, Sie sollten sich dessen bewusst sein und von vornherein versuchen, wenn Sie eine Funktion haben, die ein Objekt als Parameter bekommt, aufzupassen, dass Sie nicht dieses Objekt, was ja eigentlich außen lebt, das wurde hier initialisiert, dass Sie das nicht manipulieren. Ne? Das ist einfach ein Fallstrick, über den man fallen kann. Genau, so viel mal dazu. Löschen, dann war es das mit den Fragen. Genau, ja, Bibliotheken, da waren wir gerade stehen geblieben. Also, was Python einfach so unfassbar genial macht, ist diese Menge an Bibliotheken. Ich habe mir mal zwei Sachen verlinkt. Das ist einmal diese Python Standard Library. Da können Sie sehen, was da alles schon dabei ist in der Standardbibliothek, Datentypen, was alles unterstützt wird, also Daytime, zum Beispiel Calendar und so weiter und so weiter und so fort. Also es ist unendlich, was da drin steckt. Und was dann wirklich genial ist, ist dieser Python Package Index. Das ist praktisch eine Suchmaschine für bestimmte Projekte. Und die kann man halt alle relativ leicht installieren. Also wenn ich mal gucke nach, weiß ich nicht, Database, kriege ich hier 10.000 plus Projekte für Databases. Ja, Wahnsinn, also was da alles drin steckt, ist völlig irre. Und das macht diese Sprache so mächtig, ja, und so interessant. Und der Witz natürlich, also irgendwann kommt dann immer das Performance-Argument. Ja? Typischerweise hat man früher gesagt, oh nein, ich darf keine Skriptsprache benutzen, Python ist böse, es ist zu langsam, 20 bis 30 Mal langsamer. Naja, der Witz ist, diese Python-Bibliotheken, die kann man auch in C++ implementieren. Und man hat dann Python nur als so eine Art Frontend, was diese in C++ entwickelten Bibliotheken ruft. Und die Bibliotheken selber sind dann extrem effizient. Also ein Beispiel ist im Machine Learning-Bereich, diese ganzen Deep Learning-Bibliotheken, die sind natürlich nicht implementiert in Python, sondern sind implementiert in C++ und whatnot und sind sehr, sehr effizient. Ja. Also es sieht aus, als würde man alles nur in Python schreiben, aber unter der Motorhaube läuft sehr effizienter Code. Also da verliert man dann nicht so viel. Ne. Ja, das macht es sehr, sehr spannend in Python und man wird dadurch auch sehr produktiv. Ja, so eine Bibliothek kann man folgendermaßen importieren. Man schreibt einfach import und dann den Namen der Bibliothek. Das mache ich hier mal. Also hier importiere ich math. Wenn ich jetzt Funktionen aus dieser Bibliothek benutzen will, dann kann ich sie jetzt referenzieren, indem ich sage Bibliotheksname Punkt und diese Funktion. Also hier Exponentialfunktion, Logarithmus, kann ich jetzt einfach so referenzieren, wenn ich das vorgemacht habe. Ich kann auch nur eine bestimmte Funktion definieren. Wenn ich diese Notation nicht benutzen will hier, dann kann ich das so machen. Dann sage ich from math import exponent. Ja? So, dann sieht das so aus. Und dann kann ich das hier direkt benutzen, ohne nochmal math davor zu schreiben. Was ich auch machen kann, das ist so die Holzhammer-Methode. Was man versucht zu vermeiden, ist sowas from math import star. Das heißt, ich importiere alle Funktionen, die in dieser Bibliothek zur Verfügung stehen. Das ist die andere Methode und dann kann ich die auch durch diese kurze Schreibweise aufrufen. Genau, hier nochmal so ein kleines Advertisement zu den ganzen tollen Bibliotheken, die es gibt. Werden wir auch nach und nach in dieser Vorlesung Sachen benutzen. Der Witz ist, Sie können das alles super einfach installieren, indem Sie einfach auf der Kommandozeile sagen pip, das ist dieser Python Paketmanager, pip install und dann hinten zählen Sie einfach die Bibliotheken auf, die Sie installieren wollen und dann werden die alle automatisch installiert. Zusammen mit allen Abhängigkeiten, mit allen Dependencies funktioniert das dann. Auf meiner Installation muss ich immer pip 3 sagen, weil pip ist bei mir noch auf das alte Python 2 gebunden. Ich sage immer pip 3 für alles und dann passiert das genauso. Ja, und nochmal, für diese Vorlesung brauchen Sie eigentlich nichts installieren selber, wenn Sie Wagon benutzen, da ist alles schon drin. Aber wenn Sie es machen wollen, wenn Sie irgendeine tolle Bibliothek entdecken, dann können Sie es natürlich machen und gucken sich dazu nochmal unsere Anleitung an. Hier ist das nochmal alles beschrieben. Ja, so viel zu Funktionen und externen Bibliotheken. Da wollte ich nochmal jetzt die Fragerunde aufmachen, wenn Sie Fragen haben dazu. Ich warte kurz wegen des Zeitversatzes. Ich bin 15 Sekunden vor Ihnen, wenn ich das hier reinspreche. Ich warte kurz, ob Sie Fragen haben.
Okay, es gibt keine Fragen, dann machen wir weiter und machen direkt weiter mit Comprehensions and Functional Programming. Comprehensions Functional Programming, das ist das Notebook 7. So, das hat hier noch den State, das heißt, ich mache nochmal Kernel, Restart und Clear Output, damit wir wieder mit einem sauberen State anfangen und die Ausgaben nicht da sind. Jawohl. Also, wir hatten diese For Loops schon ein paar Mal. Also hier nochmal die For Loop, wo ich einfach die Zahlen von 0 bis 4 ausgebe. Das hatte ich Ihnen ausgerollt als Liste. Sie schreiben List for the Range, Sie kriegen diese Liste. Und jetzt gibt es was Schönes, was ich in Python schreiben kann. Das sind die sogenannten List Comprehensions. Das heißt, wenn ich eh so eine List haben will, ja, ich benutze die Schleife, um irgendwie eine Liste zu, oder ich benutze dieses Range-Objekt in diesem Fall, um eine Liste zu konstruieren, kann ich das auch folgende Art und Weise machen. Nämlich so, was mache ich hier? Das, was hier an der Vorschleife oben steht, das kommt jetzt hier nach hinten. Ja, Sie sehen hier die Notation der Liste, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Dann kommt hier das, was in der Vorschleife stünde, bei einer normalen Schleife. Und dann steht hier vor diesem For das Element, was erzeugt werden soll in jeder Iteration der Schleife. Also in jeder Iteration dieser Schleife wird hier der Schleifenzähler n in einen String umgewandelt und dann wird Hallo Welt dran gehängt. Und das Ergebnis ist diese Liste. Ja? Das ist das, was da rauskommt. Das heißt, so kann ich mir relativ leicht Listen erzeugen, wenn ich sie dann brauche. Also hier ist nochmal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich eine Schleife vor, die zählt auch wieder bis, also von 0 bis 4 einschließlich und gibt jetzt für den Fall, dass der Teilungsrest 0 ist, also alle geraden Zahlen, nur bei geraden Zahlen wird eine Ausgabe gemacht und wird gesagt, die Zahl n ist gerade. Das passiert hier, das passiert natürlich nur bei 0, 2 und 4, weil 1 und 3 ungerade sind. Zur 5 kommt man nicht hin, wegen ausschließlich. Und das könnte ich mir in der List Comprehension folgendermaßen schreiben. Hier steht wieder diese Vorschleife vor n in Range 5. Das ist genau das, was hier steht. Ja, vor n in Range 5. Dann habe ich hier diese Ausgabe, also das Element, was erzeugt werden soll, das Listenelement, das ist das n. Und jetzt habe ich jetzt zusätzlich noch eine Bedingung. Also nur wenn diese Bedingung gilt, soll dieses Element erzeugt werden. Also das heißt, ich habe diese Bedingung, die ich hier geschrieben hatte, einfach nochmal hier hintergesetzt. Also nur, wenn es gerade ist, wird wirklich das Element in die Liste eingefügt und dann habe ich das Gleiche erreicht. Ich habe jetzt eine Liste erzeugt mit diesen Elementen. Also immer, wenn ich mir erstmal Listen erzeugen will, um dann irgendwas mit denen zu machen, mit diesen Listen, dann bieten sich diese List Comprehensions an. Das ist eine nette Art, damit umzugehen. Hier nochmal ein anderes Beispiel mit unseren Ranges, also eine Range von 0 bis 5 ausschließlich. Schrittweite 2 hat natürlich den gleichen Effekt. Genau, ja, weil Schrittweite 2 kriege ich alle geraden Zahlen, muss ich nicht über so ein If-Statement gehen, hat alles den gleichen Effekt. Nur um Ihnen mal zu zeigen, wie die Syntax hier funktioniert bei diesen List-Comprehensions. Ne? Und hier hätte ich natürlich für diesen Fall wieder, das ist praktisch, also nochmal als Erinnerung, diese Range-Syntax. Ja, soviel erstmal zu List-Comprehensions. Dann gibt es einige interessante Funktionen, wie zum Beispiel die Map-Funktion, die man nutzen kann, um solche Listen zu verändern oder auf andere Elemente abzubilden. Also was diese Map-Funktion macht, ist, also wichtig ist jetzt erstmal, verwechseln Sie diese Map nicht mit dem Dictionary. Wir hatten in einem vorigen Notebooks, haben wir über Dictionaries und Wörterbücher geredet. Das hier ist was anderes. Das heißt genauso, bitte nicht verwechseln, Map ist einfach eine Funktion, die bildet einen Schlüssel auf einen Wert ab. Das heißt, es ist erstmal nur ein Mapping von einem Eingabeschlüssel auf einen Wert. Die Datenstruktur Map hat damit erstmal nichts zu tun. Genau, und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen an diesem Beispiel. Ich habe hier eine Liste definiert, wieder mit Zahlen von 0 bis 4. Und jetzt kann ich mir mit der Map-Funktion eine Liste definieren, die aus dieser Liste erzeugt wird. Das heißt, ich habe hier wieder eine anonyme Funktion, meine Lambda-Funktion, das hatten wir schon eben. Und die Leseweise nochmal ist die folgende, das ist der Eingabewert, das ist der Ausgabewert. Das heißt, hier kommt ein x rein und hier kommt die Quadratzahl, also hoch 2 heißt das hier, Quadratzahl kommt raus.
Das hier ist die Eingabeliste, mit der das gemacht werden soll. Das heißt, Sie sehen, Map hat hier zwei Parameter. Das eine ist diese Lambda-Funktion, die anonyme Funktion, und dann die Eingabeliste, auf die das angewendet werden soll. Okay? Und was dann da rauskommt, ist eine neue Liste mit den Quadratzahlen. Das heißt, was hier passiert ist, diese Map-Funktion zieht jeweils ein Element, wendet die Lambda-Funktion darauf an und gibt das Ergebnis dieser Lambda-Funktion zurück. Und dann wird das, was hier zurückgegeben wird, nochmal umgewandelt in eine Liste. Also wenn ich wieder das hier machen würde, ja, dann kriegen Sie hier so ein komisches Map-Objekt. Das hilft mir nicht, deswegen habe ich das hier nochmal ausgerollt zu einer Liste. Und dann sieht man, aha, das ist die Liste der Quadratzahlen. Das kann ich natürlich auch wieder machen. Also Map kann ich auch benutzen mit benannten Funktionen. Das sehen wir hier. Hier habe ich nicht anonyme Funktionen, sondern das gleiche noch wie hier ausgerollt nochmal, das gleiche in grün. Schreibe statt Lambda so ein Pau hin und dann kommt natürlich auch das gleiche raus und so weiter und so fort. Ja, eine interessante Sache, die man an der Stelle erwähnen muss, und das werden Sie auch in den Notebooks sehen zur Big Data Engineering Vorlesung, das ist dieser Sternoperator oder Unpacking Operator, wie er auch genannt wird. Was macht der? Folgende Situation. Wir haben eine Liste von 1 bis 4. Wir haben eine Funktion mit 4 Parametern, also 4 Eingabeparametern. Was mache ich jetzt, wenn ich diese Funktion rufen will und das hier soll Parameter 1 sein, das Parameter 2, das Parameter 3, das Parameter 4. Das kann ich nicht einfach so machen, ja? weil dann praktisch, also wir haben ja hier, ich habe es irgendwo rauskommentiert. So. Ups. So, was passiert hier, wenn ich foo my list rufe? Was passiert dann? Dann gebe ich ja nur eine Liste an diese Funktion foo, also einen Parameter übergebe ich an diese Funktion foo, obwohl die Funktion eigentlich 4 Parameter erwartet. Also da kann irgendwas nicht stimmen und deswegen sagt Python, nee, Moment mal, sorry, 3 Argumente fehlen, nämlich B, C und D. Ja, das funktioniert nicht. Was ich aber machen will, ist Folgendes. Ich will sagen, nee, das ist Parameter 1, 2, 3 und 4. Und das kann ich machen, indem ich einen Stern davor aufrufe, dieser Unpack-Operator. Und das ist dann äquivalent zu diesem Code. Ja, als hätte ich das nullte Element der Liste, Komma das erste Element, Komma das zweite, Komma das dritte Element direkt übergeben. Das heißt, ich habe hier meine 4 Parameter. Und das funktioniert dann tatsächlich. Und dann wird hier in dieser Funktion das entsprechend dann ausgegeben. Diese 1, 2, 3, 4. Ich kann es nochmal expliziter machen. Test. So. Ja, das kommt jetzt aus dieser Funktion. Das heißt, diese Parameter wurden hier gemappt. Und da möchte ich nochmal ein paar andere Beispiele zeigen, wofür das nützlich sein kann. Ich habe hier dafür nochmal zwei Listen definiert, L1 und L2. L1 ist diese Range wieder. Und jetzt die Frage, wie erhalte ich denn ein Objekt und möchte jetzt als Liste haben, okay, ich schreibe Liste vor, das ist die eine Möglichkeit. Ja. Ich kann aber auch eine Comprehension machen. Das ist die andere, haben wir oben schon gesehen. Also das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, weil wie gesagt, Sie können hier immer sagen, das ist nur einfach ein Range, bumm. Ja, dann habe ich direkt die Liste ausgegeben. Aber das haben wir jetzt mal nicht. Nehmen wir mal an, das sind kompliziertere Listen, die dahinter hängen und nicht so ein Range-Objekt. Also dann könnte ich eine Comprehension machen. Das haben wir gesehen. So, was passiert jetzt, wenn ich diesen Star-Operator aufrufe, dann habe ich einen ähnlichen Effekt wie bei dieser Liste. Ja, also ich habe jetzt hier einfach geschrieben Star L1. Und ich kann das jetzt auch erstmal wegmachen. So, was sehen Sie hier? Sie sehen einfach, dass diese Liste hier ausgerollt wurde. Also ich habe L1 ist nur so ein Range-Objekt. Zack, das ist das Range-Objekt. Und wenn ich jetzt rufe Star L1, dann wird diese Liste ebenfalls ausgerollt. Okay? Und hier ist noch ein anderes Beispiel, wie man das jetzt nutzen kann. Hier gibt es die SIP-Funktion. Was macht die? Die operiert auf diesen L1 und L2 Range-Objekten, die ich mir oben definiert habe. Okay? Was ich jetzt mache ist, ich rufe... Ich habe hier eine List Comprehension, das heißt,
Was SIP macht ist, also wie ein Reißverschluss, SIP kommt von Reißverschluss. Das heißt, hier wird jetzt jeweils für jede Iteration wird das erste Element aus L1 genommen und das erste Element aus L2 und zusammengepackt zu einem Tupel. Das sieht man hier, ne? Also diese beiden Listen, wo hatten wir sie denn? Genau. Also hier gibt es ja die erste Liste fängt bei 0 an, das erste Element ist 0. Ja? Das ist ja von 0 bis 4 einschließlich. Und die zweite Liste ist von 6 bis 10 einschließlich. Das heißt, hier ist das erste Element 0, hier ist das erste Element die 6. Und das heißt, es werden die ersten beiden Elemente hier zusammengepackt zu einem Tupel, hier die nächsten Elemente. Das heißt, ich kann hier zwei Listen miteinander verschränken, wirklich wie bei einem Reißverschluss. Und wenn ich das jetzt aufrufe, ja, dann kann ich statt eine List Comprehension zu schreiben wie hier, kann ich das auch wieder erreichen durch diesen Star-Operator. Ja, jetzt gibt es hier den interessanten Effekt und das ist ein Fallstrick. Wenn ich das nochmal rufe, kommt nichts mehr raus. Also ich habe hier den gleichen Code gerufen wie hier. Hier ist diese Liste mit diesen verschränkten Listenelementen erzeugt worden. Hier kommt eine leere Liste raus. Warum ist das passiert? Das ist auch so ein Fallstrick, der auch, den ich ein bisschen überraschend fand, das erste Mal gesehen habe. Was ist hier passiert? Der Witz ist, diese Elemente werden durch diesen Star-Operator hier gezogen und das Problem ist dann, dass die nicht, wenn ich die einmal gezogen habe, ist das praktisch leer. Das heißt, wenn ich hier das nochmal hinschreibe, wird nur das Letzte natürlich rausgeschrieben, ist klar. Dann sehen Sie, einmal wird die Liste hier ausgegeben, das ist hier und wenn ich das nochmal aufrufe, ist das leer. Ja, also es hat hier keinen Effekt. Wenn ich das hier nochmal hinschreibe, sehen Sie, okay, beim ersten Aufruf sind noch Elemente drin. Beim zweiten nicht. Also da muss man ein bisschen mit aufpassen, was bei diesen Operatoren im Einzelnen passiert, ob die praktisch die Eingaben verbrauchen oder ob man sie mehrfach aufrufen kann. Das ist ein bisschen Fallstrick, da muss man im Zweifel nochmal nachgucken, im Zweifel ein zweites Mal ausführen und schauen, ob das eine verbrauchende Operation ist oder nicht. Ja, damit kommt hier eine Frage rein. Warum wird x Stern Stern 2 geschrieben statt x mal 2? X Stern Stern 2 ist äquivalent zu x Quadrat. Also x Stern Stern 2 heißt x mal x, ne? Nicht 2 mal x. Das ist x hoch 2, also x Quadrat, das ist das gleiche wie x mal x. Okay? Genau. So viel dazu. Ja, so viel zu Comprehensions and Functional Programming. Wenn Sie da Fragen haben, stellen Sie sie bitte wieder. Ansonsten machen wir weiter mit dem nächsten Notebook. Ich würde an dieser Stelle auch eh mal gerne Pause machen. Wir haben jetzt 13 Uhr. Ich würde vorschlagen, wir machen eine Pause bis kurz nach 1 und dann geht es weiter in der Vorlesung. Sie können natürlich jederzeit Fragen stellen und ich greife die dann gleich auf.
Okay, damit machen wir weiter mit Classes and Inheritance, Notebook Nummer 8. Auch hier setze ich mal den State zurück. Wie sieht eine Klassendefinition aus? Ja, ein bisschen andere Konventionen als in C++ und Java, aber sonst von der Idee her natürlich ähnlich wie in allen objektorientierten Sprachen oder in den meisten. Das heißt, ich schreibe einmal das Schlüsselwort Class, dann den Namen der Klasse und dann wieder einen Doppelpunkt, ähnlich wie bei unseren Funktionsdefinitionen. Und dann eingerückt stehen hier jeweils die Methoden der Klasse. Es gibt ein paar Namenskonventionen, die anders sind als in C++ und Java. Der Konstruktor heißt hier nicht so wie die Klasse selber, sondern der heißt underscore, underscore, init. Also zwei underscore und dann init, underscore, underscore. Und dann, was ich hier noch übergeben muss, ist immer self. Das ist praktisch wieder this pointer in Java. Und danach kommen die eigentlichen Parameter. Also dieses self signalisiert praktisch, dass es eine Methode ist auf der Instanz und nicht eine sogenannte statische Methode auf der Klasse. Also wir haben hier Methoden auf der Instanz. Ich komme gleich noch zu der Unterscheidung. Für den Moment einfach merken, hier steht self. Ja, und dann werden hier Zuweisungen gemacht. Also hier werden praktisch für eine Instanz der Klasse A werden hier Attribute oder Variablen gesetzt, wie auch immer Sie sie nennen wollen. Die werden hier hinzugefügt. Also was immer hier der Parameter ist von Counter, der wird hier praktisch als Attribut der Klasse, Entschuldigung, Attribut des Objektes hinzugefügt. Genau. Ja. Ja, an dieser Stelle richtig. Ja, dann gibt es noch Del. Das ist ein bisschen so wie der Finalisierer in Java. Also der hat nicht die wirkliche Garantie, dass er aufgerufen wird, wenn eine Instanz dieser Klasse zerstört wird. Also man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Das habe ich selber schon erlebt, dass es in verschiedenen Python-Interpretern mal gerufen wird und mal nicht. Also, es ist ein bisschen wie der Finalizer in Java. Man weiß es nicht so genau. Wenn man wirklich sicher gehen will, dass eine bestimmte Methode gerufen wird für ein Objekt, dann sollte man eine eigene Methode nochmal schreiben. Das haben wir hier gemacht. Also, eine eigene Methode, die heißt Close. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dies die letzte Methode ist, die gerufen wird auf einem Objekt dieser Klasse. Und da kann ich jetzt Code reinschreiben, der irgendwas aufräumt. Also wenn ich irgendwelche Dateien zumachen muss oder irgendwelche temporären Dateien, die ich erzeugt habe, löschen will, was auch immer, das mache ich eigentlich lieber in der Close-Methode als in dieser Del-Methode, wo man nicht so weiß, ob es funktioniert oder auch nicht. Das ist ein bisschen wackelig. Aber sonst ist es genauso wie, also das sind einfach die Namenskonventionen, der Rest funktioniert genauso wie man oder ähnlich wie man das in Java kennt. Wir sehen, werden aber auch gleich sehen, es gibt da wieder ein paar Fallstricke. Also jetzt habe ich Shift Return gedrückt und damit ist diese Klassendefinition bekannt. Was ich jetzt mache ist, ich habe mir hier so einen Counter definiert und übergebe den mal an die Instanz dieser Klasse. Das heißt, hier wird der Counter hochgezählt auf 1. Übergebe das als Parameter, dann wird dieser Konstruktor natürlich gerufen mit Counter gleich 1 und dieses Attribut des Objektes wird mit dem Wert 1 initialisiert. Das können wir uns jetzt mal angucken, wie das aussieht. Also ich kann mir jetzt zum einen mal die Länge dieses Objektes ausgeben. Das ist auch eine Konvention in Python. Also wir haben Länge schon kennengelernt. Wenn wir das auf eine Liste aufrufen, dann kriegen wir die Liste der Länge, die Anzahl der Elemente, die in der Liste drin sind. Bei Strings geht es auch. Und ich kann das aber selber überschreiben. Wieder durch die Konvention underscore, underscore, len, underscore, underscore. Und dann können Sie Ihre eigene Definition von Länge hier hinschreiben. Also ich habe gesagt, die Länge dieser Instanz entspricht die Länge dieses Attributs. Ja, also ich leite es hier einfach um auf die Länge von self.words und gebe das zurück. Und da kommt in diesem Fall kommt da 2 raus. Ja, weil warum kommt 2 raus? Sie sehen es hier. Hier wird als Default-Parameter, also das ist ein Parameter, der in jedem Fall gesetzt wird, wenn es nicht weiter spezifiziert wird. Also Sie sehen das hier: Counter ist gleich 0, Data ist gleich whatever. Das heißt, wenn ich Counter nicht spezifiziere, dann wird angenommen, dass es 0 ist. Wenn ich Data nicht spezifiziere, wird angenommen, dass es whatever ist, diese Liste. Und ich habe das ja aufgerufen, nur mit einem Parameter, mit Counter. Das heißt, Counter wurde wirklich mit dem Wert benutzt, den ich hier erzeugt habe außen, also die 1.
Da ich aber Data nicht spezifiziert habe, wurde hier dieser Default-Wert genutzt. Und das heißt, dass für diese Instanz, die ich hier erzeugt habe, das sehen wir hier, wenn ich a.words ausgebe, dann wird hier diese Liste, diese Default-Liste ausgegeben. Genau, hier gebe ich den Counter aus und so weiter und so fort. Ja, und jetzt können wir uns ein bisschen angucken, was passiert, wenn ich mit Instanzen dieser, dieser Klasse operiere. Wann wird der Konstruktor gerufen, wann wird der Destruktor, also wann wird der Finalizer oder dieses underscore underscore del gerufen. Und das machen wir im Folgenden. Das heißt, was ich jetzt an dieser Stelle mache, ist, ich habe einen weiteren Variablenbezeichner, a2, und den setze ich jetzt auf die gleiche Referenz wie a. Das heißt, sowohl a2 und a referenzieren jetzt dieselbe Instanz. So, jetzt sage ich, a ist gleich none. Also die Variable a, der wird jetzt, der sage ich jetzt, okay, du bist, zeigst jetzt auf nichts. Ja? Du zeigst nicht mehr auf diese Instanz, die, auf die du oben gezeigt hast. Was passiert? Nix. Ja, spannende Preisfrage. Was passiert, wenn ich jetzt a2 auf none setze? a2 ist die letzte Variable, die noch auf diese Instanz zeigt, die wir hier oben erzeugt haben. Und da müsste ja eigentlich jetzt der Finalizer gerufen werden. Und Halleluja, er wird gerufen. Also dieser Destructor, oder man sollte ihn Finalizer nennen, wird hier tatsächlich gerufen. Wenn ich das jetzt natürlich ein zweites Mal ausführe, was passiert? Nix natürlich, weil die schon zerstört wurde, diese Instanz. Also bei solchen Zuweisungen sieht man typischerweise dann, dass die Finalizer gerufen werden, aber wie gesagt, manchmal auch nicht. Ja, so viel dazu. Dann hier erzeuge ich eine weitere Instanz. Was passiert hier? Das ist nicht so richtig schön hier, dieses Beispiel, sehe ich gerade. Da mache ich mal, auch mal, schreibe noch mal den Counter davor. Counter, Komma. So, Counter ist 1 weiterhin. Die Länge gibt immer noch 2 raus und Words gibt jetzt foo bar aus statt whatever. Ja, wir haben jetzt hier wirklich eine Liste übergeben. Das heißt, ich gebe jetzt wirklich foo bar aus und nicht mehr whatever, wie ich das vorher gemacht habe. Ja, das ist nochmal ein anderes Beispiel dazu. Und hier sehen Sie jetzt auch wieder, wenn Sie, machen wir nochmal eine Zelle hinzu, wenn Sie jetzt sagen, a3 ist none, was passiert? Der Destruktor wird gerufen und die Instanz ist wieder weg. Wenn ich die Zelle nochmal ausführe, Shift Return, wird der Destruktor natürlich nicht mehr gerufen, weil das Ding schon zerstört wurde. Ja, so funktioniert das mit diesen Finalizern auf einer einzelnen Instanz einer Klasse. Wie geht das jetzt mit Vererbung? Vererbung geht so, da schreibe ich einfach in Klammern dahinter, was die Oberklasse ist, von welcher Klasse ich erben will. Also das ist hier die Klasse B und die erbt von Klasse A. Und jetzt kann ich ähnlich wie in Java und C++ auch Aufrufe machen an die Konstruktoren der Oberklasse, genauso für die Destruktoren oder Finalizer. Das sieht folgendermaßen aus, ist die Syntax super, Klammer auf, Klammer zu, Punkt. Und dann rufe ich die Methode, also hier kommt der Bezeichner der Methode, den ich rufe. Und das ist der Konstruktor der Oberklasse. Ja, typischerweise verkettet man ja in der Vererbungshierarchie die Konstruktoren so, dass ich erst immer den Top-Level-Konstruktor rufe, dann die nächste erbende Klasse, dann die nächste erbende Klasse, bis ich diesen Konstruktor der Klasse B in diesem Fall rufe. Also das heißt, hier rufe ich erst den Konstruktor von Klasse A und dann kommt der Code, den ich hier noch in B zusätzlich mache. Ich mache immer erst den Code der obersten Oberklasse und dann kommt nach und nach immer die erbende Klasse hinzu mit dem Extra-Code. Genau. Ja, dann hier im Destruktor ist es ähnlich, also hier kann ich auch den Destruktor der, oder Finalizer, wie auch immer man ihn nennen will, der Superklasse rufen, aber da mache ich es typischerweise andersrum, also ein bisschen wie Klammerausdruck. Das heißt, ich zerstöre erstmal hier das, was ich in B gemacht habe und dann ganz am Schluss mache ich das, was ich in A gemacht habe. Das typischerweise macht man das in dieser Reihenfolge, aber das je nach Anwendung kann das auch mal ändern. Ja, dann kann ich hier eine normale Instanz erzeugen von B. Ja, jetzt sagt er mir, B ist nicht definiert. Warum? Weil ich das nicht ausgeführt habe. Ja, ist klar. Muss ich mal Shift-Return machen. Das steht hier bei dieser In-Zelle wieder 16. Jetzt kann ich das ja ausführen, das ist bekannt. Und da sieht man ein bisschen, wie das hier
gechained wird, wieder verkettet wird. Also wir sehen zuerst diese Ausgabe hier, der Konstruktor der Klasse B wurde gerufen. Dann wird hier das umgelenkt auf den Konstruktor der Klasse A. Ich gehe nochmal hoch, damit Sie den Code sehen. Das ist diese Ausgabe, Konstruktor der Klasse A wurde gerufen. So. Dann kommt als nächstes dieser Counter, also diese Ausgabe. Das ist praktisch die dritte Zeile, die hier ausgegeben wird. Okay, soweit zu diesen Konstruktoren der Vererbungshierarchie. Jetzt kann ich mir die natürlich ausgeben lassen und ich habe wieder einen ähnlichen Effekt, wenn ich das jetzt, B ist die einzige Referenz auf diese Instanz hier. Ich habe das keiner weiteren, also ich habe dieses Objekt, was hier erzeugt wird, keine anderen Variablen zugewiesen. Das heißt, hier müssten jetzt wieder die Finalizer oder Destruktoren ausgerufen werden. Und das sieht man hier. Also wird der Destruktor der Instanz B gerufen. Das sehen wir hier. Dann gibt es hier diese Weiterleitung an den Destruktor der Klasse A. Ja, und da steht, wenn wir wieder hochgehen, das ist dieser Code, der hier gerufen wird. Ja, so funktioniert diese Verkettung von den Konstruktoren und Destruktoren. Genau, an dieser Stelle noch ein Wort zu diesen Instanz- versus Klassenattributen. Also ich hatte es oben schon genannt, in C++ und Java heißen die nicht statische und statische Methoden bzw. Attribute. Und das gibt es hier auch. Das kann recht verwirrend sein. Ein kurzes Beispiel dazu ist das hier. Was passiert hier? Ich habe hier eine Klassendefinition A, also ich überschreibe jetzt die Definition, die ich oben gemacht habe für die Klasse, ich mache eine neue Definition. Dann schreibe ich hier was hin. Das kennen Sie vielleicht auch schon von Java und C++. Also in Java macht man das typischerweise so, dass man hier ein Attribut hinschreibt für die Klasse, Entschuldigung, ein Attribut für die Instanz und das schon direkt initialisiert. Aber wenn ich das in Python so hinschreibe, ist das ein statisches Attribut. Das heißt, ich habe hier etwas definiert, was zur Klasse gehört und nicht für jede Instanz neu initialisiert wird. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und was ich damit machen kann, ist natürlich sowas wie ein Reference Counting. Oder ein, hier zähle ich die Anzahl der Instanzen, die von dieser Klasse erzeugt werden. Also die Idee von diesem Code ist folgendermaßen: Jedes Mal, wenn der Konstruktor gerufen wird, dann zähle ich diesen Counter hoch. Also diesen Counter, der nur einmal existiert für die ganze Klasse. Alle Objekte, die von dieser Klasse erzeugt werden, die greifen auf denselben Wert zu. Und damit kann ich halt sowas machen, dass ich sage, Type von self.counter, beziehungsweise ich könnte auch das hier schreiben, a.counter plus gleich 1, das gleiche in grün, hat den gleichen Effekt. Und dann erzeuge ich noch zusätzlich ein Attribut dieses Objektes. Ja, das heißt genauso, also es ist wirklich, so sollten Sie es nicht machen, nur mal als Beispiel, zu welcher Verwirrung das führen kann. Wir haben jetzt hier zum einen ein Klassenattribut, was für die Klasse definiert ist, und wir haben hier ein Objektattribut. Das für jedes Objekt wird ein Attribut Counter definiert und hier hochgesetzt bzw. gezählt. Und wir sehen gleich, wie das interagiert und wie man da höllisch aufpassen muss, wenn man das benutzt. Hier nochmal der Finalizer. Was passiert hier? Hier wird das Klassenattribut wieder runtergezählt. Das heißt, wenn die Idee ist natürlich, wenn ich einen Destruktor rufe, dann zähle ich die Anzahl der Instanzen, die existieren, von dieser Klasse wieder runter. Also ich habe zu jedem Zeitpunkt habe ich diese Klassenvariable so benutzt, dass sie mir sagt, wie viele Instanzen existieren von dieser Klasse. Diese Methode hier, die zählt jetzt tatsächlich den Counter eines Objektes, nicht der Klasse, eines Objektes hoch. Ja? Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Machen wir mal ein Beispiel, wie das Ganze interagiert. Print Counters. What? Oh, ich sollte vielleicht mal. Okay, ich sollte vielleicht erstmal das ausführen. Der hat jetzt auf der alten Klasse von A versucht, das auszuführen. Das geht nicht, keine Chance. Also, wir haben jetzt eine neue Klassendefinition von A. Führe das ganze Ding mal aus, jetzt funktioniert es. Also was passiert hier? Der Konstruktor von A wurde gerufen, klar. Ja. Dann gibt es hier den, wir können ja mal das ein bisschen ausrollen, dann ist das vielleicht einfacher für Sie zu verstehen. So, ich mache es nochmal hier. Ich rolle das Ganze mal ein bisschen aus, nochmal in einzelne Zeilen, dann ist das etwas intuitiver an dieser Stelle. Ich glaube, für die Prints, das können wir so lassen, alles gut. Also, machen wir nochmal hier die
Zuweisung. Der Konstruktor der Klasse A wurde gerufen. Also sie wurden A erzeugt. Genau. Konstruktor auf Class A wurde erzeugt. Und ein Destructor of an instance of A was called. Tja, warum das denn? Große Preisfrage. Vielleicht haben Sie eine Idee, denken Sie mal kurz drüber nach. Wir haben doch eigentlich nur initialisiert, wieso wurde hier der Destructor gerufen. Vielleicht kommen Sie drauf. Ich zeige Ihnen das nochmal, was hier passiert. Wir machen mal None. Jetzt wurde der Destructor gerufen, obwohl hier None steht. Naja, vorher hat ja X auf irgendeine Instanz gezeigt, die wurde jetzt bei diesem None-Aufruf zerstört. Wenn ich es nochmal mache, wird kein Destructor gerufen. Okay. So, jetzt rufe ich nochmal A. Was passiert? Es wird nur ein Konstruktor gerufen. Ja, weil diesem Wert X ist ja jetzt natürlich eine Instanz zugewiesen. Ich mache nochmal diesen Variable Inspector auf. Wo ist unser X? Hier, da steht jetzt irgendwie ein Objekt hinter. Das wurde dem ja zugeordnet. Wenn ich jetzt hier None mache, was passiert? Dann wird keine neue Instanz erzeugt, dieser Klasse, aber das alte Objekt A muss ja noch abgeräumt werden. Das passiert hier. Ja, der Destructor wurde gerufen, das sehen Sie hier, da wird None zugewiesen. Und dieses Objekt, was davor existiert hat, das existiert auch nirgendwo anders, weil es gibt keine weitere Referenz darauf. Ja, also wenn ich das jetzt mehrfach aufrufe, passiert Folgendes. Der Konstruktor wurde gerufen, so jetzt führe ich die Zelle nochmal auf. Das war die 29, jetzt mache ich die 30. Es passieren zwei Dinge. Da wird erstmal eine neue Instanz erzeugt von A. Und dann wird aber auch die alte Instanz abgeräumt. Er merkt, ja, er macht ja diese neue Zuweisung mit der neuen Instanz und merkt, oh, die Instanz, die vorher existiert hat und auf die X gezeigt hat, auf die zeigt ja gar keine Variable mehr. Das heißt, ich kann die abräumen. Und deswegen wird hier der Destructor gerufen. Ja, daher kommt hier dieser Aufruf an den Destructor. Genau. Ja. Genau, vielleicht können wir an der Stelle mal. Hier kam eine Frage zu Functions auch, aber ich mache hier mal eine. Genau, ich mache mal diese Frage hier. Ist eine Instanz eine andere Name für ein Objekt? Ja, genau. Also ich habe das selber so gelernt in der Objektorientierung. Nochmal zu dieser Benamung. Sie müssen wirklich auseinanderhalten. Immer die Klasse, das ist die Schablone, das, was wir hier oben sehen. Variable Inspector mal zu. Genau. Also von dieser Schablone, das ist die Klasse, wird eine Instanz erzeugt. Ja? Eine Instanz dieser Klasse und das ist synonym mit Objekt. Also wenn ich Objekt oder Instanz sage, das ist immer das Gleiche in grün. Ja? Das ist so die Benamung, die wir hier benutzen. Genau. Dann löschen wir das mal. Warum vorher? Da ist noch was zum alten Notebook. Sie müssen später reingetrudelt. Vielleicht kann man das noch am Ende nochmal abräumen. Das mache ich. Dann würde ich jetzt komplett rausgehen aus dem Objektorientierten, mache ich am Ende nochmal. Ich würde erstmal hier weitermachen. Genau, also wir waren hier, wir waren, und jetzt können wir diese, bei diesen Counters, ja, und jetzt kann ich diese Counter ausgeben. Und diese, was macht diese Methode Print Counters? Naja, die ruft jetzt, die gibt mir aus, wie viele Counter die Instanz hat, das Objekt, beziehungsweise, oder was der Wert von dieser Variablen ist, der Instanz genauer gesagt. Und die gibt mir hier aus, was ist der Wert der Variablen der Klasse. Also Sie erinnern sich, hier die Idee davon ist, das ist die Anzahl der Instanzen der Klasse, die wir definiert haben. Das sollte dem entsprechen. Und das ist der Counter, der für die Instanz, also für das Objekt existiert. Und entsprechend kann ich mir jetzt diese, je nachdem, was ich jetzt mache, kriege ich natürlich gewisse Counter jetzt ausgegeben. Und ich kann auch diese Counter zum Beispiel hier individuell erhöhen. Ich kann sagen, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich hier diesen Instanz-Counter erhöht. Dann ist natürlich für Y der Instanz-Counter 1. Es gibt aber immer noch zwei Instanzen dieser der Klasse A. Die ist an zwei Variablen gebunden. Das müssten wir hier sehen. Aha, hier, ne, X und Y, das sind zwei Instanzen, sehe ich hier im Variable Inspector und so weiter und so fort. Also wenn ich jetzt sowas machen würde wie, keine Ahnung, Z ist gleich A, dann wird eine dritte Instanz erzeugt, bumm. Und wenn ich dann hier die Counter ausgebe, dann kommt ja natürlich 3 raus, Class gleich 3, weil 3 Instanzen der Klasse existieren
Und das sehe ich hier natürlich auch. Ne? Hier im Variable Inspector sehe ich diese drei Instanzen, alle mit einer anderen Adresse, ne? mit einer anderen ID. Genau. Ja, und je nachdem, was ich jetzt hier mache, an Zuweisungen, insbesondere diesen Landzuweisungen, sehen Sie dann auch, dass bestimmte Destruktoren gerufen werden. Wie gesagt, das Objekt wird natürlich nur einmal abgerufen. Entsprechend, wenn ich das nochmal ausführe, dann wird ja kein Destruktor mal gerufen. Genau, also Message hiervon ist, bitte aufpassen mit diesen Countern. Also was sind denn die Counter, die ich hier benutze für eine bestimmte Instanz? Also wenn ich hier Z rufe, Counter, kommt halt 0 raus. Wenn ich hier den Klassennamen verwende, kommt eine 1 raus. Also bitte vorsichtig mit diesen statischen Variablen und mit diesen nicht statischen Variablen. Das kann sehr verwirrend sein bei der Programmierung, also bei der Implementierung von Klassen. Deswegen in jedem Fall verschiedene Namen bitte benutzen und sich immer sicher gehen, was mache ich denn jetzt gerade? Mache ich eine Variable der Instanz, mache ich eine Variable der Klasse? Das sollten Sie sich jedes Mal bewusst machen, wenn Sie das da hinschreiben. Gut, das wäre zu diesem Notebook. Da war noch eine Frage zu den Funktionen. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zurückspringen zu Notebook 7. Da war noch eine Frage zu dem Sternoperator. Warum funktioniert es bei Foo nicht, dass man MyList in ein Tupel mit 4 Elementen umwandelt? Ist der Argumentbereich von Foo nicht eigentlich auch ein Tupel? Aha, das war das Beispiel hier oben, wo wir angefangen haben. Hier, ne? Zack, warte mal, jetzt ist es weggesprungen. Hier sind wir doch, genau. Ist der Argumentbereich von Foo nicht eigentlich auch ein Tupel? Eher nicht. Also was ich hier erwarte ist, das sieht natürlich aus wie so ein Tupel. Das ist vielleicht die Verwirrung, die Sie haben. Die Notation ist natürlich Foo, Klammer auf, runde Klammer auf, runde Klammer zu, sieht aus wie ein Tupel. Ja, man könnte erwarten, man übergibt hier ein Tupel, aber das ist hier nicht der Fall. Ich muss hier wirklich innerhalb der Funktion, ich muss hier bei dem Aufruf nochmal die einzelnen Werte übergeben. Und das funktioniert so nicht. Also das ist ein bisschen was anderes. Genau. Damit löschen wir mal das. Und dann machen wir weiter, außer Sie haben noch Fragen zu Klassen. Machen wir mit Unit-Tests weiter. Das ist somit eigentlich eines der wichtigsten Kapitel. Und das, wie ich schon mehrfach gesagt habe, brauchen Sie auch für Ihre Übungszettel. Da müssen Sie jeweils ein bisschen Code schreiben, eine kleine Codezelle ausfüllen im Jupyter Notebook. Und ich werde auch noch gleich was zu sagen, wie das aussieht für die aktuelle Woche in diesem Notebook, wo Sie die Relation erweitern sollen auf Key Relation, wie das aussieht. Aber im Allgemeinen, also hier sage ich jetzt mal was ganz allgemein zu diesen Tests, wie das funktioniert und was man damit macht. Also die Grundfrage, die man mit diesen Tests immer beantworten will, ist, und das Grundproblem, was man bei Softwareentwicklung immer hat, ist, wie stelle ich denn sicher, dass eine bestimmte Funktion das macht, was ich von ihr erwarte? Also wir haben irgendwie eine Funktion implementiert und wir wollen sicherstellen, dass sie das macht, was wir erwarten. Und da gibt es jetzt verschiedene, auch eher theoretische Ansätze. Das, was in der Praxis aber eine Rolle spielt, sind sogenannte Unit-Tests. Was macht ein Unit-Test? Der guckt, ob eine Funktion eine erwartete Ausgabe produziert für einen erwarteten Input. Also wenn Sie so eine Funktion haben wie hier, ja, die nennen wir mal f, die kriegt ja irgendeine Eingabe und zu dieser Eingabe erwarte ich eine Ausgabe. Also wenn ich eine Funktion habe, die mir Quadratzahlen berechnet und ich gebe in der Eingabe 2 rein, dann erwarte ich, dass da 4 rauskommt. Gebe ich 3 rein, sollte 9 rauskommen und so weiter. Und so kann ich mir für viele Funktionen, die ich schreibe, so Eingabe-Ausgabe-Paare definieren. Und die nennt man ja In-Out-Tuples. Und was ich jetzt mache, ist in einem Unit-Test, dass ich die Funktion meines Programms, und ein Programm ist ja letztendlich nur eine große Menge von Funktionen, die sich irgendwie verschachtelt aufrufen. Was ich mache jetzt bei solchen Unit-Tests, ist, dass ich mir Eingabe-Ausgabe-Tupel definiere und die auf eine automatische Art und Weise immer wieder überprüfe. Also typischerweise bei jeder Änderung. Wenn jemand irgendwas ändert in der Software, dann werden alle Eingabe-Ausgabe-Paare, dann werden alle Tests nochmal ausgeführt, um zu gucken, ob das auch wirklich alles noch funktioniert.
Und die typische Verwirrung, die man hat in der Praxis, ist die folgende. Das ist nämlich die Begriffe ausprobieren mit testen zu verwechseln. Also try out und testing im Englischen. Und das ist im Deutschen, wird testen auch oft benutzt für das Erstere. Also typischerweise, wenn ich einen Studierenden frage, hey, hast du deine Software mal getestet? Und sagt er, ja, alles gut, passt, wunderbar. Und was heißt das? Typischerweise hat der Student, also ich mache das manchmal auch so, das mache nicht nur Studenten so, machen auch erfahrene Entwickler teilweise. Sie haben das Programm mal ausgeführt, ein bisschen rumgeklickt, sie haben mal ein paar Beispieleingaben ausprobiert und geguckt, ob was passiert und ob das funktioniert. Das ist Ausprobieren. Und das ist hier nicht gemeint. Mit Testen meint man, oder insbesondere automatischen Tests oder Unit-Tests, das wird oft synonym verwendet, heißt, dass ich eine große Menge von Unit-Tests, die für möglichst wichtige Situationen, wo ich sicher gehen will, dass es funktioniert, dass ich die ausführe. Und das mache ich systematisch, jedes Mal, wenn ich irgendwas ändere. Und das heißt automatisches Testen. Also eine echte kommerzielle Software, die kann Millionen dieser Tests haben. Und eine gute Vorgehensweise ist, immer wenn irgendwas geändert wird, dann wird das alles nochmal laufen gelassen. Das kann man machen bei jedem Commit, bei jedem Push in einem Git zum Beispiel. Das kann man auch nachts machen, wenn es eine große Menge von Tests ist, die eine gewisse Zeit braucht. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ich erkläre erstmal die prinzipielle Struktur eines Testes und die Grundidee dahinter, wie das in Python aussieht. Und ich erkläre das hier alles nochmal ein bisschen konzeptueller. Also ich könnte jetzt auch sagen, ja, Sie haben ja schon mal Java und C++ programmiert, deswegen wissen Sie ja, wie automatisches Testen funktioniert und JUnit-Tests. Die Erfahrung zeigt, nee, das ist jetzt nicht allen bekannt, deswegen habe ich das gerade auch nochmal ein bisschen konzeptueller erklärt. Also wir machen jetzt beides, das Konzeptuelle, aber auch wie das in Python aussieht. Wie schreibe ich so einen Test? Also die Syntax von einem Test ist folgendermaßen. Sie schreiben eine Klasse, die irgendwie heißen kann. Typischerweise gibt es die Konvention, dass die auf Test endet und die muss erben von unit-test.testcase, was ich hier oben importiert habe. Dann habe ich hier folgende Konvention. Ich habe eine Setup-Methode und eine Teardown-Methode. Was machen diese Methoden? Setup wird aufgerufen vor jedem Test, Teardown nach jedem Test. Was ist ein Test? So eine Testfunktion. Das heißt, jede Methode, die mit Test anfängt, ist eine Testfunktion und kann irgendetwas Bestimmtes testen. Hier denken Sie dran, hier auch wieder Self hinzuschreiben. Das sind Methoden. Das heißt, die beziehen sich auf eine Instanz dieser Klasse, myTest. So, wenn ich das jetzt ausführe, ich hatte hier schon, ich muss ja mal den State wieder löschen. Wir machen mal Kernel Restart und Clear Output, wie eben auch. Boom. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann kennt der Python-Interpreter jetzt diesen Test, myTest. Und dann gibt es ein Kommando, um das auszuführen. Das ist das hier. Das müssen Sie sich aber merken, ist für den Moment egal, was es genau macht. Ich habe auch so ein bisschen dabei geschrieben. Wir werden das jetzt hier ausführen. Und das Wichtige ist, man kann hier angeben, welcher Test ausgeführt wird. Wenn ich das hier nicht angebe, sondern es so mache wie in dieser Zeile hier. Sie sehen, diese Zeile unterscheidet sich nur von dieser darin, dass ich hier nochmal was hingeschrieben habe. Hier sage ich, welchen Test ich ausführen will, also welche Testklasse ich ausführen will. Wenn ich das hier oben mache, dann wird jede Testklasse, die dem Interpreter gerade bekannt ist, ausgeführt. Das will ich nicht. Ich will nur diese eine. So, was passiert jetzt? Jetzt werden untersucht der Python-Interpreter, welche Testklassen sind bekannt, also welche Unterklassen von Unit-Test-Testcase existieren. Das ist nur MyTest. Wir hatten es eh schon eingeschränkt auf MyTest, es wird eh nur diese ausgeführt. Und jetzt innerhalb der Klasse wird geguckt, okay, welche Methoden fangen mit Test an, das sind die drei. Und was jetzt passiert ist, es wird Setup gerufen, Test underscore 1, Teardown. Setup, Test underscore 2, Teardown, Setup, Test underscore 3, Teardown. Und das sehen wir hier in der Ausgabe, die Dummy-Ausgaben, die ich hier reingeschrieben habe, machen genau das. Also immer ein Setup, dann die eigentliche Testmethode, dann Teardown. Also immer diese Schachtelung sehen wir hier. Und in diesem Fall steht ja überall OK. Hier steht dreimal OK, ein OK für jede Testmethode. Und dann nochmal ein großes OK in Großbuchstaben dafür, dass für diese Klasse alle Tests durchgelaufen sind. Das ist die Ausgabe, die Sie sehen, wenn Sie einen Test ausführen. Und dieser Test, der macht jetzt natürlich nichts. Wir wollen natürlich irgendwas Sinnvolles machen mit diesem Test. Wir wollen unsere Software testen. Das machen wir jetzt im Folgenden. Das war nur die Syntax von dem Test.
Wie sieht das aus? Also stellen Sie sich vor, wir haben eine Klasse geschrieben. Die heißt bar. Was macht die? Die initialisiert ein Attribut mit dem Wert 42. Dann hat sie hier eine Methode, die macht hier, die testet, ob der Eingabeparameter 0 ist. Wenn das der Fall ist, dann schmeißt sie den Fehler. Sie sagt, nee, hier durch 0 teilen ist nicht so eine super Idee. Aber wenn sie nicht hier reinrennt und nicht diesen Fehler schmeißt, also wenn bar ungleich 0 ist, heißt das, ich setze diesen Wert von a auf a geteilt durch bar. Also was hier steht, ist wieder self.a ist self.a geteilt durch bar. Also was immer der Wert von a ist, wird jetzt durch diesen Parameter geteilt und dann hier nochmal zurückgegeben. Also diese Methode ändert den Zustand des aktuellen Objektes. Dieser Wert von a wird geändert und gibt aber auch nochmal den neuen Zustand von a zurück. Mehr passiert da nicht. Einfach nochmal zu zeigen, das ist irgendeine Implementierung einer Klasse. Wie testen wir die jetzt? So, Shift Return, dann ist er bekannt im Interpreter. Jetzt mache ich mal eine Instanz davon, gebe mir einen Wert aus. Ja, a ist 42 und jetzt mache ich mal b.whatever. Was kommt raus? Naja, wenn ich hier Type davor schreibe, kommt natürlich Float raus. Wenn ich hier jetzt diesen Type weglasse, dann kommt 10,5 raus. Warum? Weil ich schon zum zweiten Mal das aufrufe. Also ich fange mal an. Ich initialisiere nochmal b. A, also b.a ist wieder 42. Beim ersten Aufruf sollte natürlich hier die 21 rauskommen. Alles klar. So, wie teste ich das jetzt? Das heißt, ich schreibe mir hier typischerweise die Konvention der Klassenname. Das ist das, was ich testen will. Dann wieder Test, geerbt von Testcase, wie eben auch schon. Dann kann ich mir natürlich sagen, okay, jedes Mal, wenn ich so eine Testmethode durchführe, dann ja, wäre es sehr sinnvoll, dass ich mir mal eine Instanz der Klasse erzeuge. Das mache ich hier. Das heißt, hier wird für jede Testmethode wird hier eine Instanz von bar erzeugt. Und dann kann ich hier bestimmte Sachen testen. Also ich könnte zum Beispiel, das mache ich hier in dieser Methode, was ich hier teste ist, ich sage assert equal, self.assert equal. Also wenn Sie das aufrufen, kriegen Sie, na, ich habe jetzt, also ich mache es nochmal langsam, also ich rufe jetzt self.assert, schreibe ich mal und jetzt drücke ich Tab und dann sehen Sie die ganzen Möglichkeiten, also die Methoden von so in einem Testcase, die ich jetzt nutzen kann, um irgendwas zu überprüfen. Also ich kann es überprüfen, ob zwei Werte größer sind, ob irgendwas false ist und so weiter und so fort. Das sind alles Assert-Methoden, die mir helfen zu schauen, ob ein bestimmter Wert eine Bedingung erfüllt. Also ich schaue hier, ob eine Bedingung erfüllt ist. Und wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann wird beim Testen eine Fehlermeldung geschmissen und dann ist der Test fehlgeschlagen. Das heißt, ich sage hier einfach meine Bedingungen, die erfüllt sein müssen, meiner Meinung nach, damit dieser Test erfolgreich ist. Und diese erste Bedingung, die ich hier bekannt gebe, ist ja, also ich gehe davon aus, dass der Wert von a, dass der 42 ist. Okay. So, dann habe ich hier noch, was mache ich hier noch? Hier rufe ich einmal diese Methode whatever mit par gleich 77 und dann teste ich wieder. Ja, ich will sicherstellen, dass dieser Wert, der hier zurückgegeben wird durch diese whatever-Methode. Also hier rufe ich ja diese whatever-Methode auf der Instanz bar, die gibt mir einen Wert zurück. Und ich will sicherstellen, dass das, was hier berechnet wurde in whatever, sie ändern sich, einfach einmal durchteilen, dass das dementsprechend entspricht, was hier hinten rauskommt. Es sollte gleich sein, sonst ist es fehlgeschlagen. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann ja verschiedene Fälle, verschiedene Probleme abfangen, wo ich denke, dass sie auftreten können. Ich kann sicherstellen, dass bestimmte Sachen genauso passieren, wie ich mir das vorstelle. Okay? Also hier haben wir noch ein anderes Beispiel, was Sie auch machen können, ist, Sie können schauen, ob ein bestimmter Fehler geworfen wird. Kennen Sie vielleicht auch schon aus Java und oder C++. Also wir hätten ja hier die Situation, ich teste in dieser Methode, falls der Parameter 0 ist, dann bitte mal eine Fehlermeldung schmeißen und sagen, nee, also hier durch 0 teilen, nicht so eine super Idee. Das heißt, ich kann auch darauf testen, ob diese Fehlermeldung denn wirklich auch erzeugt wird. Das mache ich hier mit dieser Syntax. Ich sage with self.assertRaisesValueError. Also hier ist der Typ des Errors, den ich erwarte, wenn ich diese Methode aufrufe. Also wenn ich hier durch 0 teile, dann sollte diese Methode kommen. Und diese Syntax hiervon ist so, wenn der Fehler geschmissen wird, dann ist das erfolgreich und sonst gibt es auch hier einen Fehler.
Ja, so könnte ich das zum Beispiel testen. Das ist ein ganz einfacher Test. Wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir jetzt eine ähnliche Ausgabe wie oben. Sie sehen wieder, alle drei laufen durch. Also hier stehen die OKs für die ersten beiden. Hier gibt es halt eine Ausgabe in dieser Methode. Deswegen steht das OK jetzt hier unten und steht wieder das dicke OK dafür, dass der Test durchgelaufen ist. Also super triviale Art, irgendwie was mal zu testen. Vielleicht leuchtet Ihnen noch nicht der Sinn des Tests ein, was wir hier machen. Deswegen habe ich gleich noch ein komplexeres Beispiel. Nur mal, um das langsam zu entwickeln, was man mit so Tests machen kann. Ja? Okay, kurze Trinkpause. Und damit machen wir weiter. Also der Test von Bar-Tests, die da einfach funktionieren. Jetzt machen wir ein bisschen komplexeres Beispiel, was ein bisschen mehr aus dem echten Leben gegriffen ist. Stellen Sie sich einfach so eine Funktion vor, die die Summe, also die Quadratsummen berechnet. Also hier die Summe von Low bis High, einschließlich über i Quadrat. Ja, die Quadratsumme hier rüber. Und das kann man natürlich durch so eine Funktion machen, dass ich sage, aha, my squared sum von Low bis High. Ich initialisiere mir hier so eine Summe, die fängt bei 0 an, lasse eine Schleife laufen, Vorsicht, bis plus 1, ne, wegen dieser halb offenes Intervall-Semantik. Und dann addiere ich hier einfach die Quadratzahlen auf. Ja, ich könnte auch sagen, i Stern Stern 2, das gleiche in grün. Das ist meine Funktion, die definiere ich, könnte ich hier rufen und dann kriege ich hier irgendwelche Werte raus. Ne? Also hier von 1 bis 10 macht die Funktion, sagt sie das, von 12 bis 11. 12 bis 11, Moment, das ist irgendwie, kommt 0 raus, das ist korrekt, ja, weil die Schleife läuft gar nicht erst los. Low ist hier ja higher als, also low ist höher als high, geht nicht. Beziehungsweise hier von 0 bis minus 12, also wenn ich auf die Idee komme, hier negative Zahlen anzugeben und die zweite ist kleiner als die erste, sollte auch 0 rauskommen. Ja, wie schreibe ich jetzt dafür einen Unit-Test? Naja, typischerweise sollte ich das so machen, dass ich nicht exakt den gleichen Code hinschreibe, den ich oben schon benutzt habe, sondern alternative Methoden, die also diesen Algorithmus nochmal implementieren. Also das hier ist mein Algorithmus, in Anführungszeichen, ganz, ganz einfacher Algorithmus, ganz einfache Funktion. Ja, aber es ist halt relativ sinnfrei, wenn ich einfach den Algorithmus, den ich hier schon implementiert habe in meiner Funktion, wenn ich den einfach rüber kopiere, meine Testfunktion und da der gleiche Algorithmus läuft, dann machen beide ja den gleichen Fehler und werden sehr wahrscheinlich die problematischen Fälle nicht finden. Also idealerweise habe ich im Test eine andere Implementierung meines Algorithmus, als ich sie in der Funktion habe. Und das machen wir jetzt mal. Also was ich hier gemacht habe, ist vielleicht ein bisschen Overkill, aber ich habe eine einfache Rekursion mir definiert, ähnlich wie Sie es von Quicksort kennen. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich mache eine rekursive Intervallpartitionierung. Das heißt, ich habe hier die Zahlen wieder von Low bis High, also die Integer von Low bis High einschließlich. Und am besten, ich zeige Ihnen das mal. Wir hatten hier eine Print-Methode. So, ich rufe das mal auf. Was ich hier mache, ist, ich teile ähnlich wie bei Quicksort, teile immer diese Zahlen auf in zwei Bereiche. Sehen Sie hier in der Schachtelung. Also das ist der erste Aufruf, der geht von 1 bis 10. Ja, das sind die Zahlen von 1 bis 10, die ich Sie hier als Low und High definiert habe. Was die Methode jetzt macht, ist, sie macht daraus zwei Intervalle, teilt es ungefähr in der Mitte durch und sagt, okay, ach nee, 1 bis 10, das kann ich mir auch, das sind zwei Intervalle, oder? Das ist von 1 bis 5 und von 6 bis 10. Das passiert ja auf dieser nächsten Ebene, hier und da. Und dann geht es rekursiv immer so weiter. 1 und 5 kann ich aufteilen in ein Intervall von 1 bis 3 und 4 bis 5. Beziehungsweise hier, wo waren wir denn gleich? 6 und 10 kann ich aufteilen in 6 bis 8 und 9 bis 10 und so weiter und so fort. Bis ich auf der untersten Ebene nur noch Intervalle der Größe 1 habe. Also hier stehen die individuellen Integers. Ne? Von 1 bis 1, einschließlich ist genau die 1, zumindest bei den ganzen Zahlen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe einfach rekursiv diese Integer-Sequenz aufgeteilt. Und das sehen Sie hier durch eine Rekursion, wie Sie vielleicht schon bei Quicksort oder ähnlichen Fällen gesehen haben. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich treffe einmal eine Unterscheidung. Ja, solange High echt größer Low ist, dann kann ich mir so ein mittleres Element, so ein Pivot-Element berechnen. Sage jetzt, okay, ich habe zwei neue Grenzen. Also letztendlich, wenn ich im Intervall von 1 bis 10 bin,
Dann habe ich ja, wenn ich so eine Aufteilung habe, ich schreibe es immer irgendwie hin. Ich mache es ja nochmal als Text, damit das für Sie klarer ist. Also wenn ich das Intervall 1 bis 10 habe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, was ich jetzt sage ist, okay, ich mache so ein Middle Left. Das ist hier eine Pivot-Berechnung, die mir das Middle Left als 5 berechnet. Und das ist der Index, das ist das, hier ist nicht der Index hier, das ist das Integer, der Integer selber, Entschuldigung, ist der Integer selber. Und ich weiß ja, da ich aufsteigende Integer habe, da muss ja das rechte Intervall genau 1 größer sein. Das heißt, ich berechne hier das Pivot, Middle Left, das ist an der Stelle 5. Und Middle Right ist einfach Middle Left plus 1, das ist dann die 6. Das heißt, der erste Partitionierungsschritt macht aus dieser Sequenz hier von 1 bis 10, macht er eigentlich nur das hier. Boom. Das passiert an der Stelle. Und dann gibt es hierfür einen rekursiven Aufruf. Das ist dieses hier, also von Low bis Middle Left, von 1 bis 5 in dem Fall. Und für das hier gibt es einen zweiten rekursiven Aufruf, Middle Right, das ist die 6 bis 10. Hier habe ich noch eine Bremse eingebaut, das heißt, ich kann die Rekursion, das ist praktisch eine Emergency Brake für die Recursion. Ich zähle bei jedem Rekursionsschritt die Tiefe mit. Das heißt, je tiefer ich absteige in der Rekursion, desto höher wird dieser Zähler. Wenn ich größer 15 bin, dann breche ich einfach ab. Ja, das sollte nicht passieren, aber Sie wissen vielleicht, wenn Sie rekursive Funktionen implementieren, hat man schnell mal einen Fehler und dann hat man die Ausgabe voll gemüllt und deswegen habe ich hier sowas eingebaut. Also müssten Sie nicht, aber nur mal so zur Info. Genau, und damit kann ich natürlich auch die Summe berechnen. Warum? Naja, also ich gebe hier nochmal aus, was hier passiert. Hier kommt, ich mache mal diese Ausgaben wieder aus hier. So, das stört ein bisschen. So. Zack. So, also das berechnet auch 385, das, was wir oben gesehen haben. Wir scrollen nochmal hoch. Wir hatten ja schon diese Squared-Summe mit der einfachen Schleife, 385. Da kommt also jetzt schon mal das Gleiche raus. Das sieht gut aus. Und was mache ich hier? Naja, letztendlich ist die Idee von der Rekursion, dass ich einfach nur, das ist dieser Else-Branch hier, wenn High gleich Low ist, das ist genau der Fall. Also wenn High echt größer Low, dann partitioniere ich. Wenn High kleiner Low, gebe ich 0 zurück. Bleibt nur ein Fall übrig, High equals Low. Also das heißt, das Intervall besteht genau aus einer ganzen Zahl, aus einem Integer. Dann gebe ich die Quadratzahl zurück. Also dann wird wirklich quadriert. Das macht diese Funktion. Das heißt, im Endeffekt quadriert sie auch die Zahlen auf, partitioniert sie aber vorher durch. Das ist die Idee von diesem Algorithmus. Genau, und da kommt hier an dieser Stelle 385 raus. Und was der ganze Trick ist, den man jetzt natürlich im Testen nutzen, in einem Unit-Test nutzen kann, ist, dass man sagt, okay, ich habe zwei Algorithmen, ich weiß, die geben doch das Gleiche raus. Ja, dann kann ich die doch immer zusammen aufrufen und die Ergebnisse jeweils vergleichen. Dadurch kann ich eine viel größere Menge von Tests ausführen. Und das machen wir jetzt mal. Also hier sind diese Tests, die ich mir jetzt überlegen könnte für diese Funktion. Ich weiß, ich habe jetzt durch einen Taschenrechner oder irgendwie ausgerechnet, da kommt 385 raus. Das könnte ich durch so einen einfachen Test machen, einmal vergleichen für diesen Wert und das muss gelten. Ich kann auch so Tests machen natürlich, dass ich sage, ja, da muss immer 0 rauskommen. Hatte ich Ihnen eben oben gezeigt. Ja, also wenn das hier kleiner ist als das, muss 0 rauskommen. Wenn das kleiner ist als das, auch wenn es negativ ist, muss 0 rauskommen. Was aber jetzt interessant ist und was Testen effizient macht, ist, wenn ich mir jetzt zufällig Parameter generiere. Und das mache ich hier mit dieser Methode. Damit das funktioniert, brauche ich eine Random Engine, ähnlich wie in Java und C++. In Python geht es so: Ich sage einfach import random as rand. Dann kann ich mir den Seed setzen. Also, es ist für diesen Pseudo-Zufallszahlengenerator. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es keine echte Zufallszahlen im Computer, die sind immer nur pseudo-zufällig. Und diese 42 ist der Startwert. Der stellt jetzt sicher, dass egal wie oft ich diese Funktion lo loslaufen lasse, es werden immer dieselben pseudo-zufälligen Zahlen generiert. Es ist immer die gleiche Sequenz von pseudo-zufälligen Zahlen. Also statistisch sind die sehr nah an zufälligen Zahlen. Also wenn man dies jetzt als wenn man sich die Verteilung dieser Zahlen anguckt, aber es ist immer die gleiche Sequenz, die hierdurch erzeugt wird. Und das macht das Ganze wiederholbar. Das heißt, ich kann diesen Test so oft ausführen, wie ich will. Da kommt immer die gleiche Sequenz raus und das macht das Finden von Fehlern leichter. Dann, was mache ich hier? Ich sage, okay, ich führe hier 100.000 Mal diese Schleife, also diesen Schleifen-Parameter
Body, diesen Schleifen, Code aus und sage hier folgendes. Meine untere Grenze ist eine Zufallszahl in diesem Intervall. Meine obere Grenze ist das Low plus einer weiteren Zufallszahl in diesem Intervall. Ja, das heißt, ich erzeuge mir zufällig Intervalle. Was ich jetzt einfach nur mache, ist, ich sage self.assertEqual, rufe die eine Methode, die wir ganz oben hatten, diese ganz mit einfachen Schleife, und dann die rekursive Summe. Die haben ja beide irgendwelche Ausgaben. Hier kommt was raus und hier kommt was raus. Und diese beiden Ausgaben müssen gleich sein, egal was kommt. Das heißt, ich habe hier zwei Methoden miteinander verglichen. Hier noch eine dritte Variante, die ich hier nutze, ist, ich mache eine List Comprehension. Also eine List Comprehension hatten wir schon bei Notebook 7 war es, glaube ich. Ich kann mir einfach auch die Liste der Quadratzahlen erzeugen und dann aufaddieren. Das mache ich hier. Ich sage for i in range low bis high plus 1, also wieder diese Comprehension-Syntax. Da wird die Quadratzahl erzeugt, i mal i. Alternativ schreiben Sie i Stern Stern 2. Das ist das gleiche in grün. Und dann rufe ich einmal die Summe auf außen. Und was immer hier rauskommt, kann ich hier wieder vergleichen mit my squared sum low, high. Ja, das könnte ich jetzt natürlich mir auch nochmal auslagern. Hier habe ich das zweimal gerufen. Könnte ich mir nochmal zu einer Variablen zuweisen, ist klar. Nur um das Prinzip zu zeigen. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen Sie hier, wird eine sehr große Menge von Tests ausgeführt und die sind relativ schnell durchgelaufen. Also hier steht jetzt natürlich auf der Ausgabe aus Sicht von Python, von den Unit-Testen, sind natürlich drei Tests aufgerufen worden. Das heißt drei Testmethoden, drei Methoden, die mit Test anfangen, das sind diese. Aber die machen natürlich eine ganz unterschiedliche Menge von Arbeit. Ja, das hier ist ein Methodenaufruf, hier sind zwei. Und hier werden 100.000 Tests erzeugt und durchgeführt und verglichen. Und insbesondere die Rekursion, die kostet hier ein bisschen was. Trotzdem läuft das Ganze in 1,2 Sekunden durch. Also es ist durchaus erträglich, so einen Test durchzuführen. Ja, also das, so kann man effizient testen, wenn man alternative Implementierungen hat. Typischerweise, was man macht, also wie man sehr effizient Unit-Tests schreiben kann, ist, es gibt meist immer einen sehr dummen Algorithmus mit einer schlechten Laufzeit, quadratisch, exponentiell, whatever. Und dann gibt es natürlich einen klugen Algorithmus mit einer tollen Laufzeit, besser als quadratisch, linear, n log n, was auch immer. Und es ist meist relativ einfach, einen dummen Brute-Force-Algorithmus hinzuschreiben und zumindest mal laufen zu lassen für einen kleinen Parameterbereich. Für wenige Iterationen kann man das ausführen. Und was da rauskommt, kann man relativ leicht vergleichen mit dem schlauen Algorithmus. Also meistens ist das ein guter Ansatz. Irgendwie erstmal ganz dumm hinschreiben, dass es irgendwie funktioniert, dass man mal ja, richtige Ergebnis hat mit hoher Sicherheit, bezogen auf diesen ja, sehr einfachen Brute-Force-Algorithmus. Und dann kann man den schlaueren Algorithmus gut dagegen testen. Und so kann man Testfälle sehr gut aufmachen. Ja, soviel zu Unit-Tests. Ja, das ist das Prinzip vom Unit-Test, wirklich super wichtig. Die wichtigste Technik im Software-Engineering, um die Qualität von Code zu garantieren. Insbesondere vielleicht noch eine kurze Fußnote dazu, das sogenannte Code-Rot, das Verrotten von Code. Das ist ein Begriff aus dem Software Engineering. Das heißt, Sie haben irgendwas implementiert und irgendwann funktioniert es nicht mehr und Sie verstehen es nicht, weil Sie es nicht getestet haben. Also Sie haben irgendeine Funktion foo in Ihrem Code. Was weiß ich, schreiben wir es hin. Ja, Sie haben irgendeine Funktion foo und die macht, was weiß ich, whatever. Und die wird nicht getestet. Ja, und irgendwann passiert irgendwas in Ihrem Code, dass das Ding nicht mehr funktioniert und Sie kriegen es nicht mit, weil Sie keinen Test dagegen geschrieben haben. Ja, und dann eines Tages ruft jemand die Funktion, bumm, fliegt um die Ohren, geht nicht mehr. Ja, das ist Code-Rot, nennt man das, das Verrotten von Code. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn Sie auf einmal merken, nur rein zufällig, oh, da geht ja irgendwas nicht mehr. Deswegen ist es super wichtig, jede Funktion wirklich auch, gibt es immer als Paar dazu einen Unit-Test und es ist eine lange Geschichte, ich habe das Thema hier nur angerissen, aber es ist wirklich die wichtigste Methode im Software-Engineering, die man überhaupt machen kann, um in einer vernünftigen Zeit die Qualität von Code zu testen. Ja, und damit würde ich jetzt nochmal zurückgehen auf das Notebook, was wir in der ersten IMDb Teil 1 Vorlesung hatten mit der Relation, ich würde nochmal ein bisschen was dazu sagen. Dafür muss ich nochmal ein anderes Verzeichnis wechseln. Von meinem, Sie können noch Fragen stellen sonst noch. Ich muss ja kurz mal umschalten.
So, hier sind wir wieder. Ich habe jetzt das Verzeichnis gewechselt. Das ist das Verzeichnis, wie Sie es auf unserer GitHub-Seite sehen, mit den ganzen Jupyter-Notebooks. Und da hatten wir ja angefangen, jetzt letzten Donnerstag in der Vorlesung mit Relational Model. Und da wollte ich noch mal kurz zeigen. Also, ich hatte es ja schon mal kurz gezeigt, wie das funktioniert. Ich wollte aber jetzt noch mal ein bisschen in die Implementierung mit Ihnen gehen, weil Sie sollen das ja auch erweitern. Vielleicht noch mal kurz. Wir haben ja jetzt die Tests gesehen. Und da sehen Sie auch hier unten, wir haben zum einen Unit-Test für die Relation geschrieben. Also da müssen Sie nichts dran machen, den können Sie ausführen und dann sehen Sie, aha, bestimmte Sachen müssen funktionieren. Und dann haben wir aber auch eine Unit-Test für die Key-Relation geschrieben. Und beide Tests müssen natürlich durchlaufen. Also sie ändern sich. Die Aufgabe ist, dass Sie, ich gehe nochmal, wo ist die Definition hier? Das ist die Klasse. Key Relation und was die machen soll, ist, die soll Relation erweitern, so dass man Schlüssel definieren kann und diese Schlüssel auch respektiert werden. Sie erinnern sich in der Vorlesung, wenn ich einen Schlüssel definiere in einer Relation, also Sie haben meinetwegen eine Spalte, die heißt ID, ja, dann darf ein bestimmtes Tupel hat jetzt in dieser Spalte ID den Wert 42, dann darf ich kein anderes Tupel einfügen in die Relation, was auch den Wert 42 hat. Das ist nicht erlaubt. Das ist gerade die Idee vom Schlüssel, wenn Sie nochmal zurückgehen zu unseren Vorlesungsfolien. Und diese Klasse Relation, die weiß das noch nicht, die kann das nicht. Ja, die berücksichtigt keinen Schlüssel und das sollen Sie jetzt ändern. Und das heißt natürlich, dass Sie, wenn Sie irgendwas machen, wenn Sie irgendwas einfügen, und das macht diese Methode addTuple, die fügt hier ein Tupel ein, dann müssen Sie überprüfen, ob der Schlüssel, der in diesem Tupel spezifiziert ist, bereits existiert. Ja, also wenn Sie hier jetzt, Sie haben schon auf der Spalte ID den Wert 42, also Sie können es nochmal hinschreiben, ne, damit es wirklich jedem klar ist, stellen Sie sich vor, in folgender Situation, in der Relation, nehmen wir mal an, wir haben hier so ein Schema wie, jetzt würde ich hier, was weiß ich, int, Komma b, int und eigentlich, ich nenne es mal so hier, ich nenne es mal ID, nehmen wir mal an, das ist der Schlüssel, hier ist unglücklicherweise alles unterstrichen, weil das wäre alles Schlüssel, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, ich mache es mal als Code, okay, so. Also wenn das das Schema wäre, von unserer Relation, dann, und das hier wäre unterstrichen, das wäre der Schlüssel, ja, dann würde das ja heißen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel schon ein Tupel drin habe in dieser Relation, das sieht so aus, 42,3, das nächste Tupel heißt, was weiß ich, 44,5, und das nächste Tupel heißt, was auch immer, 44,7, ist alles gut, weil natürlich diese IDs hier alle paarweise verschieden sind. Aber sobald ich jetzt anfange, irgendwas einzufügen, was den gleichen Wert hat wie zum Beispiel 42, Komma und was auch immer da kommt, das dürfte nicht eingefügt werden. Und wo fange ich das ab? Das fange ich natürlich ab an der Methode addTuple. Das heißt, ich muss hier überprüfen, hey, habe ich diesen Schlüssel 42 schon oder habe ich ihn nicht? Und das sollen Sie machen. Und Sie sollen das machen in der durchschnittlichen Laufzeit von O von 1. Ja, welche Datenstruktur schafft dann O von 1? Also ich hoffe, Sie haben Datenstrukturen, Algorithmen und Datenstrukturen gehört, schon ein bisschen was von gehört, die Vorlesung bei uns. Sonst lesen Sie sich da ein. Das ist, also kleiner Tipp mit, das sind keine Suchbäume. Ja, aber es gibt eine effiziente Datenstruktur, die das kann und die ja, zu den wichtigsten Datenstrukturen überhaupt gehört in der Informatik und die kann sowas in O von 1. Nicht Worst Case, aber so ein Average Case kriegt man hin. Und die muss man hier irgendwie benutzen. Ja. Schauen wir mal rein, wie das jetzt aussieht in der Implementierung. Und Sie sehen ja, wenn Sie in das Import gehen, also die Sachen, die wir importieren, das sind zwei Sachen, die wir importieren. Diese Relation und diese Helfermethode aus Utils, Load CSV. Diese Notation hier steht für ein Verzeichnis. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf das GitHub-Repository gehe, da sehen Sie, da gibt es hier ein RA-Unterverzeichnis. Das ist die Relational Algebra, wenn ich da draufklicke. Gibt es hier diese Datei, relation.py? Wenn ich die aufmache, da sehen Sie, da drin ist irgendwo eine Klasse definiert, die Relation, unsere Relation, die wir hier in dem Notebook benutzt haben. Also nichts anderes passiert, wenn ich hier
foo gleich relation schreibe, dann wird das benutzt, was hier in dieser Datei drin steht. Ja, und hier sind die gleichen Ingredienzien, die wir eben schon hatten. Hier gibt es einen Konstruktor, der sagt, wie soll das Ding heißen, was hat das für ein Schema, und dann passieren irgendwelche Zuweisungen und so weiter und so fort. Und hier gibt es ein Add-Tupel. Also hier werden Tupel hinzugefügt. Und was diese Methode macht, ist, naja, die fügt das Tupel einfach hinzu, komme, was da wolle. Die guckt nur, ob dieses Tupel schon vorhanden ist. Ja? Also hier wird nochmal der Check gemacht, um, Sie sehen das hier, Sie könnten es auch einfach hinzufügen. Also intern werden die Tupel als Menge organisiert, und wir hatten ja in einem Python-Notebook zu Mengen schon gelernt, Sie können eine Menge gern nochmal einfügen. Das wird nicht doppelt aufgeführt, weil die Menge keine Duplikate hat. Das können wir uns, also diesen Code hier sparen. Der guckt nochmal extra, ob das Ding in Tupels enthalten ist. Und nur dann, wenn es nicht enthalten ist, wird es hinzugefügt. Also warum wir das machen, ist, damit wir hier den Return-Value kriegen, um zu verstehen, ob schon drin war oder nicht. Ja, das ist nochmal ein Gimmick, was wir hier haben. Wir können es einfach auch immer einfügen. Diese Menge aus Python würde da schon für alles sorgen. Ja, also hier wird nur geguckt, ob das Ding, ob das Tupel schon enthalten ist. Und hier müssen Sie natürlich, also nicht hier, nicht in Relation, sondern in Key Relation, in der AddTuple-Methode, müssen Sie sich was Entsprechendes überlegen, was diesen Test nicht gegen alle Tupel macht, sondern irgendwie gegen die Schlüssel, die schon existieren. Das ist die Änderung, die Sie in der Hausaufgabe machen müssen. Sie sehen, hier gibt es noch weitere Methoden, die können Sie erstmal ignorieren. Das ist für sogenannte Indexe, das kommt später. Hier sind Methoden, die für ein Tupel überprüfen, ob das Tupel das Schema hat, was Sie überhaupt definiert haben. Das geht ja durch so ein paar lustige funktionale Ausdrücke. Ja, Sie können dann, das sind diese ganzen Print-Methoden, die wir auch schon gesehen hatten im Notebook. Also Sie können das als Tabelle ausgeben, Sie können das als Menge ausgeben, Sie können das als LaTeX ausgeben, was manchmal ganz sinnvoll ist, wenn man das mit Papier übernehmen will oder ja, eine Abgabe von einer Hausaufgabe und so weiter und so fort. Das sind eigentlich die, Sie müssen ja die im Detail nicht verstehen. Die wirkliche Magic, die Sie verstehen müssen, ist einfach, naja, es ist genau wie auf der Folie, so eine Relation ist eine Menge von Tupeln. Mehr ist das nicht, genau wie wir es definiert haben auf den Folien. Ich habe hier eine Methode, die Tupel hinzufügt. Und wenn ich jetzt sowas mache wie eine Key Relation, gehen wir hier nochmal zurück in unser Notebook, wo Sie das implementieren sollen. Wo war es denn? Unsere Key Relation war hier. Ja, da muss ja irgendwas hier passieren. Ja, bevor Sie zu der AddTuple-Methode der Oberklasse, zu Relation gehen, bevor Sie das wirklich weiter delegieren an Relation, müssen Sie einen anderen Test machen. Da müssen Sie erstmal gucken, gibt es den Key schon, ja oder nein. Wenn es den schon gibt, sorry, dann wird es nicht weiter delegiert an Relation. Wenn es den Key noch nicht gibt, dann dürfen Sie weiter delegieren. Dann dürfen Sie das einfach einfügen mit Hilfe der Methode von Relation. Also irgendwo wird es den Aufruf geben an das AddTuple der Oberklasse. Ja, aber davor kommt ein Test und die Frage ist, wie sieht dieser Test aus? Ja, und die zweite Sache, die Sie ändern müssen, ist natürlich im Schema, sollten Sie irgendwie kennzeichnen, ja, was ist denn jetzt der Schlüssel? Ja, weil das war, wie gesagt, die Oberklasse Relation kennt keinen Schlüssel. Sie müssen also irgendwie nochmal hier die Schlüssel ausgeben. Das ist schon die ganze Hausaufgabe. Es ist relativ einfach, wenn man hier weiß, wie man diesen Test macht in O1. Also nicht bitte über alle Tupel drüber laufen und gucken, ob der Key stimmt. Das wäre die Brute Force Methode, wie eben beim Testen erklärt. Ja, das funktioniert auch. Sie können so anfangen, wenn Sie implementieren. Sie machen es erstmal funktional korrekt und dann können Sie natürlich über jedes Tupel von Relation drüber laufen und gucken, ob es den Key schon gibt oder nicht. Das hat natürlich Laufzeit O von N in der Anzahl der Tupel von Relation. Das ist wenn Sie das so machen und so anfangen, kriegen Sie natürlich relativ leicht eine korrekte Methode. Die ist natürlich extrem langsam. Ja? Insbesondere, wenn Sie jetzt AddTuple mehrfach aufrufen. Stellen Sie sich vor, Sie rufen AddTuple M mal auf und machen jedes Mal diesen Check mit linearer Zeit auf Relation, dann haben Sie ganz schnell eine quadratische Laufzeit sich zusammengebastelt. Also ganz furchtbar. Ne? Deswegen muss man das hier in O von 1 machen. Es gibt auch Methoden, die machen das in log n, also wenn man einen Baum benutzt, einen Suchbaum, macht man das in log n typischerweise. Basis von log ist dann irgendwas, also wenn man weggeht von der O-Notation, hängt dann vom Baum ab. Aber Sie sollen es in O von 1 machen. Ja, ich glaube, das waren genug Tipps für heute hierzu. Und wir sind auch schon nach der Zeit. Also wenn Sie noch Fragen haben, fragen Sie jetzt. Das wäre sonst alles von meiner Seite erstmal zum Thema Python. Wie gesagt, es gibt auch die, das ist jetzt wieder archiviert auf YouTube.
können Sie sich auch nochmal angucken, public, ist öffentlich. Beziehungsweise die Screencasts mit den gleichen Notebooks sind, wie gesagt, auch auf YouTube, können Sie sich also angucken. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie gerne Thumbs up, mag ich Bewertung oder meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bin ich jetzt noch da für Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, dann wie gesagt auf Frag jetzt, kann ich die Ihnen gerne beantworten. Beziehungsweise, genau, hier kommen noch ein paar Fragen. Machen wir die doch mal. Also hier kommen noch ein paar Fragen rein. Ich muss kurz wieder schneiden zurück. Also klappt das Überprüfen, ob das Tupel in Relation vorhanden ist in O1 oder in ON? O1. Ja, nicht Worst Case, aber Average Case. Das geht. Wie gesagt, ON ist ein Problem. Also wenn ich wirklich, stellen Sie sich vor, Sie fügen viele Tupel ein, haben jedes Mal Kosten von N, O von N, zu gucken, ob der Schlüssel existiert oder nicht, dann machen Sie sich ganz schnell die Performance kaputt. Das sieht am Anfang okay aus, aber wenn Sie dann wirklich mal ganz viele Tupel einfügen, sehen Sie ganz schnell, jedes Mal rüber zu laufen, keine Chance. Das ist nicht effizient. Also bitte nicht machen. Was haben wir noch? Wie speichereffizient muss die Implementierung der Key Relation sein? Wie speichereffizient muss ich, ja, so speichereffizient wie möglich. Also, ja, irgendwie müssen Sie sich ja mindestens mal die Schlüssel merken. Also welche Schlüssel schon vorkommen. Die muss ja irgendwie in dieser Datenstruktur abgebildet sein. Also da werden Sie kaum drum rumkommen, das zu machen. Und von daher, das kann man nicht wirklich vermeiden, außer man nimmt eine approximative Datenstruktur. Ich denke, das haben Sie noch nicht gehabt. Aber das brauchen Sie nicht machen. Das soll wirklich exakt beantworten, diese Datenstruktur, die Sie benutzen, ob das Ding da drin ist oder nicht, ob der Schlüssel da drin ist oder nicht. Und da muss man ein bisschen Speicher verwenden. Aber letztendlich muss man sich ja nur merken, also je nachdem, welche Schlüsselspalten definiert sind, ja, die muss ich wahrscheinlich nochmal in der Datenstruktur irgendwie replizieren. Aber Sie müssen sich zum Beispiel nicht die ganzen Tupel der Relationen, die drunter liegen, replizieren. Das muss man nicht. Löschen. Das dazu. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin auch für die Studierenden. Ah, da kommt noch einer reingemurmelt. Was sind die Python-Kenntnisse? Das, genau, das ist mal jedes Semester die Frage. Also keine Angst, wir werden nicht Python-Fragen stellen in der Klausur. Ja, wir werden da nicht jetzt erwarten, dass Sie Pseudocode in der Klausur schreiben. Weil auf einem Blatt Papier zu programmieren, ist einfach die Hölle. Das kenne ich selber. Man macht immer, vergisst eine Klammer hier und da. Programmieren. Zum Programmieren muss man einfach irgendwie Jupyter Notebook haben oder irgendeine andere IDE. Was passieren könnte, ist Pseudocode. Ja? Das heißt, wir fragen Sie, ja, prinzipiell, wie würde denn so ein Algorithmus hin? Wie würde der denn funktionieren? Dann warten wir, dass Sie da irgendwie mal so konzeptuell mal ein paar Vorschleifen hinschreiben und wie das aussehen könnte. Ja, so vom Umfang maximal 10 Codezeilen, damit wir erkennen können, ob Sie verstanden haben, wie dieser Algorithmus funktioniert. Da muss jetzt auch die Syntax nicht perfekt sein. Solange wir sehen, aha, er oder sie hat die Idee verstanden, ist alles gut. Ja, aber wir fragen kein Python in der Klausur ab. Also die Idee, dass wir so viel Python machen, ist, dass Sie einfach mal sehen, wie man das umsetzt, das, was konzeptuell auf den Folien ist und wie man damit zu einer funktionierenden Software kommt. Und damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie das in der Realität, nicht nur in der akademischen Uni-Welt, sondern wirklich in der Realität dann wirklich einzusetzen ist und was man damit machen kann. Und das Python einfach die Programmiersprache, mit der man das am effizientesten und produktivsten machen kann. Genau. Das wäre noch eine Frage. Dann warte ich noch ein paar Sekunden. Ansonsten, wie gesagt, wenn Sie an der UDS studieren, Universität des Saarlandes, bin ich auch noch im Discord. Stehe ich noch zur Verfügung, kurz für Fragen. Ansonsten sehen wir uns jetzt am Donnerstag wieder um 10.15 Uhr mit IMDb Teil 2. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.